Vielen herzlichen Dank, Frau Heinig, für diese freundlichen, einführenden Worte. Vielen Dank in Abwesenheit auch an Frau Ilmer, die ja diese Reihe mittlerweile, glaube ich, schon seit über 3 Jahren enorm nett und engagiert betreut und heute leider nicht hier sein kann. Mein Gast wurde schon ausreichend vorgestellt. Ich will dem eigentlich nichts hinzufügen. Einige von Ihnen kennen Danilo Scholz ja vielleicht auch schon, weil Sie bei einem der Abende hier waren, wo er auch hier war. Ich will nur noch einen Punkt hinzufügen, dass er sage und schreibe am Sonntagabend um Mitternacht seine Dissertation eingereicht hat. Das ist einen Applaus wert. Vor allem, dass er sich trotz allem bereit erklärt hat, aus Florenz, wo er sich gerade aufhält, nach Dresden zu kommen und an diesem Abend teilzunehmen, freut mich sehr und dafür auch vielen Dank von meiner Seite. Okay, kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben im letzten Jahr das 50. Jubiläum des Jahres 68 gefeiert. Und weil ich selber zu diesem Thema und zu seinem ideengeschichtlichen Erbe publiziert habe, habe ich das verfolgt, was so an Publikationen erschien, welche Diskussionen gelaufen sind. Mein Eindruck war, das Jubiläum ist relativ blass geblieben. Man hatte fast das Gefühl, 68 ist mittlerweile im Museum gelandet und so richtig gut für tagesaktuelle Debatten hat sich das Thema im letzten Jahr nicht erwiesen. Eines der Themen, die diskutiert worden sind, war die Frage, ob und was die neue Rechte von 68 gelernt hat. Ob nicht nur die neue Linke, sondern auch die neue Rechte als Erbe, als Erben von 68 anzusehen ist. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass die Figur des oder der Rechtsintellektuellen im Moment eine ungleich größere öffentliche Faszination ausübt als die Figur des Linksintellektuellen. Während die SPD sich mühsam darum bemüht, Anschluss zu finden an intellektuelle Debatten der Gegenwart, Workshops veranstaltet, versucht in die Diskussion zu kommen, ist es für uns alle, denke ich, mehr oder weniger klar, davon auszugehen, dass zwischen der AfD, zumindest dem sogenannten Flügel, und einem rechtsintellektuellen Lager ein intensiver Austausch besteht. Da scheint also die Transmission von intellektuellen Debatten, von Ideen, von Überlegungen in die Politik, also das klassische Kerngeschäft von politischen Intellektuellen seit dem späten 19. Jahrhundert relativ reibungslos zu funktionieren. Und insofern sind Rechtsintellektuelle auch als Figuren im Moment offensichtlich extrem interessant in der politischen Debatte. Wir wollen heute unseren Beitrag zu dieser Debatte leisten. Wir wollen allerdings einen Schritt zurücktreten und weniger die Diskussion fortsetzen, die wir jetzt seit mittlerweile ja fast 2 Jahren verfolgen. Also die Frage nach der Attraktivität rechten Denkens, nach dem Erfolg rechter populistischer Parteien, nach der strategischen Frage, wie man sich Rechtsintellektuellen gegenüber verhalten soll, ob man mit ihnen sprechen soll oder nicht. Diese Fragen können wir gerne in unserer Diskussion aufgreifen. Wir stellen sie in unserem Gespräch aber zunächst einmal zurück. Wir wollen dem Motto unserer Reihe gemäß uns tatsächlich das Ideengut, die ideologischen Versatzstücke, die Theorien der neuen Rechten angucken und uns erst einmal inhaltlich mit ihnen auseinandersetzen. Wir treten noch einen zweiten Schritt zurück heute Abend und hoffen, dass Sie das nicht enttäuschend finden. Danilo Scholz hat sich lange in Frankreich aufgehalten und kennt die französische intellektuelle Landschaft sehr, sehr gut. Und da die neue Rechte tatsächlich als europäisches Phänomen betrachtet werden muss, es gibt intensive Austauschbeziehungen, gerade zwischen Deutschland und Frankreich, haben wir uns überlegt, wir nutzen den Abend heute, um mal etwas genauer auf die französische Szene zu gucken. Wir werden immer wieder Vergleiche und Rückschlüsse auf Deutschland ziehen. Wir wollen aber heute
über die Rechte und über die neue Rechte vor allem im 20. Jahrhundert in Frankreich reden. Das ist insofern interessant, finden wir, und auch naheliegend und sinnvoll, als dass Frankreich nicht nur im Bereich linker, anti-autoritärer Theorien seit den 60er Jahren eine Avantgarde-Rolle gespielt hat, sondern, das wissen vielleicht nicht alle von Ihnen, auch im Bereich rechter Theorien. Frankreich ist das Land der Revolution, aber auch das Land der Gegenrevolution. Frankreich ist seit dem 19. Jahrhundert immer wieder ein Ideenlabor gewesen, sowohl für links- als auch für rechtsradikales Denken. Als Einstiegsfrage zum Aufwärmen für dich, Danilo. Es gibt ja eine lange Tradition gegenrevolutionären Denkens in Frankreich. An was für Autoren, an was für Themen müssen wir da denken? Und wenn wir von Gegenrevolution sprechen, was für ein Phänomen ist das überhaupt? Ich denke, wir sollten vielleicht damit einsteigen, dass wir uns das 19. Jahrhundert anschauen, indem sich das, was man heute gemeinen als reaktionäre Ideologie bezeichnet, in Frankreich ausgebildet hat. Zwei der bekannteren Namen sind Louis de Bonald, Joseph de Maistre, und deren Denken kann man meiner Ansicht nach nur aus dem Zusammenhang und aus ihrer Ablehnung des Urereignisses des 19. Jahrhunderts erklären, nämlich der Französischen Revolution, die sozusagen dann 1789 in Frankreich alles geändert hat. Da haben sich zum ersten Mal die Bruchlinien aufgezeigt, aus denen sich so etwas wie eine Unterscheidung zwischen links und rechts, in dem Sinne, wie wir sie heute verwenden, herausgebildet hat. Und das war, kann man an verschiedenen Punkten festmachen. Das ist zum einen die Frage des Klerikalen, der Kirche. Die Französische Revolution hat sehr, sehr stark den Kirchenstaat bekämpft, Kloster enteignet, hat sich als im Prinzip atheistische Neugründung der politischen Ordnung verstanden. Das galt auf Seiten reaktionärer Denker als Ursünde. Der zweite Punkt, der bei diesen Denkern sehr, sehr wichtig war, war die Neugründung des Gesellschaftsverständnisses, das auf einem Gleichheitsversprechen basierte. Das heißt sozusagen, durch die Erklärung der Menschenrechte, die jedem Mensch einen gleichen Status von Natur aus zuspricht, wurde natürlich die ständische Ordnung, an dem jeder an einem hierarchisch geordneten Platz zugewiesen wurde, radikal in Frage gestellt. Das wurde von reaktionären Denkern als anomisches, die Gesellschaft zersetzendes Moment wahrgenommen und galt als einer der Hauptgründe für die gegenwärtigen, für alles, was falsch läuft sozusagen im gesellschaftlichen Leben. Und dagegen wurden dann im Prinzip die Prinzipien entwickelt, die zu Grundlagen klassischen nationalistischen oder reaktionären Denkens in Frankreich wurden. Ein Zurück zur katholischen Kirche, eine Ende des Egalitarismus und eine Verteidigung der Monarchie mit dem König an der Spitze. Das sind sozusagen ganz grob umrissen im Prinzip die Nenner, auf die sich reaktionäres Denken im 19. Jahrhundert in Frankreich bringen lässt. Ja, also wir halten fest, die Rechte, die Reaktion, das steckt ja schon in diesem Begriff der Reaktion, gibt es eigentlich erst, seitdem es die Welt, die sie sich erträumt, zunächst einmal nicht mehr gibt. Genau. Es ist eine Reaktion auf die Moderne, deswegen in Frankreich auch so ausgeprägt, auf das Urereignis der Moderne, die Französische Revolution. Vorher macht es keinen Sinn, von einer politischen Rechten oder von einer Reaktion zu sprechen, weil es das Ereignis und die Phänomene, auf die sie reagiert, noch gar nicht gibt. Das ist vielleicht sinnvoll, dass wir das im Hinterkopf behalten und uns fragen, ob das ein Motiv ist, was sich auch bis in die neue Rechte hindurchzieht. Ich möchte noch ein Moment vielleicht erwähnen, weil ich das immer so sehr aufschlussreich finde. Es gibt ja auch intellektuelle Feinde der Reaktionäre des 19. Jahrhunderts. Und ein Denker, auf den sie immer, gerade in Frankreich, wie auf ein rotes Tuch reagieren, ist Rousseau. Mhm. Rousseau, über den wir jetzt gar nicht viele Worte verlieren wollen, der aber in Frankreich gesehen wird als geistiger, vielleicht sogar der geistige Vater der Revolution.
Rousseau vor allem als der moderne Denker, der ein ganz positives Menschenbild in die Welt gesetzt hat. Und damit haben die Reaktionäre des 19. Jahrhunderts ein massives Problem. Mhm. Kann man das so sagen? Kann man das auf Rousseau zuspitzen? Das kann man so sagen, wobei natürlich dann da auch wieder Schnittpunkte möglicherweise deutlich werden. Denn in seiner Ablehnung, in Frankreich läuft das unter dem Begriff der Société Commerciale, also im Prinzip einer Gesellschaft, die auf florierendem Handel basiert, die auf marktwirtschaftlichen Prinzipien, die sich beginnen abzuzeichnen, unter staatlicher Kontrolle in Frankreich basiert. Die findet auch Rousseau schon hochproblematisch. Ja, das heißt, dass es gibt eine Tendenz zum Zurück zu einer oder zu einem Rückzug einer urbanen kosmopolitischen Kultur, die sich bei Rousseau findet. Da, wo es natürlich absolut unvereinbar wird mit projektionären Denkern, ist seine politische Philosophie. Sein Begriff der Volonté Générale, das heißt, dass sich ein Staat nur dann als legitim bezeichnen kann, wenn an der Gründung oder an den Prozessen, die diesem Staat alle grundlegenden Gesetze gegeben haben, alle mit gleicher Stimme beteiligt waren. Das ist natürlich ein Prinzip, was für jeden reaktionären Denker völlig inakzeptabel ist. Insofern haben die sich an diesem Punkt von Rousseau abgearbeitet. Aber ich würde trotzdem stark machen, dieses anti-metropolitane Element, ja, das ja auch bis zum Gesundheitsminister Jens Spahn ja natürlich weiterhilft in unserer Gesellschaft. Die Ablehnung der Segen der Großstadt als korrumpierendes Element auch sehr stark bei Rousseau waren. Und das ist nicht unbedingt etwas, an dem sich reaktionäre Denker gestoßen hätten. Nein, Pankaj Mishra hat, glaube ich, im letzten Jahr ein Buch geschrieben, ein indischer Intellektueller, Zorn und Zeit heißt es, glaube ich, wo er Rousseau als den ersten Wutbürger, eigentlich den ersten Populisten, den ersten Elitenfeind darstellt. Dieser Gegensatz von Stadt und Land ist bei Rousseau ganz ausgeprägt. Aber was es natürlich gibt, ist ja bei Rousseau die Vorstellung, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Mhm. Man muss ihn nur gut sein lassen. Das heißt, Institutionen, staatliche Ordnung, starke Institutionen, Autoritäten sind erstmal ein Problem. Und die Frage ist, wie man sie möglicherweise zurückfahren kann, wie man ihre Schäden minimieren kann. Das ist ein Punkt, an dem die neue die Reaktion des 19. Jahrhunderts Rousseau, glaube ich, schon als Erzfeind wahrnimmt, oder? Weil sie glaubt daran, dass es starke staatliche Institutionen, dass es starke Autoritäten, seien sie staatliche oder kirchliche Art, geben muss. Und da ist Rousseau so ein Erzfeind. Ich will aber gar nicht, dass wir uns jetzt an Rousseau festbeißen. Ich möchte noch eine andere wichtige Errungenschaft, französische Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, die für unseren heutigen Abend ganz entscheidend ist, ansprechen, nämlich die Figur des Intellektuellen. Les intellectuels, das ist auch eine französische Wortprägung. Und diese Sozialfigur, zunächst einmal im späten 19. Jahrhundert, wird sie nur von Männern gespielt, im 20. Jahrhundert dann auch von Frauen. Diese Sozialfigur kommt auch in Frankreich zur Welt, könnte man sagen. Seit wann sprechen die Franzosen von Intellektuellen? Das kann man ziemlich genau benennen. Also wenn man ein Jahr in die Runde schmeißen müsste, würde man wahrscheinlich 1898 sagen. Das ist das Jahr, in dem der Schriftsteller Émile Zola sein Essay J'accuse veröffentlicht, und zwar in einem ganz bestimmten Kontext, den wir hier vielleicht mal ganz kurz darstellen sollten, aufdröseln sollten. Das ist der Kontext der Dreyfus-Affäre. Und an diesem Artikel und aus dem, was er auslöst und aus dem, was er auch an Gegenwehr heraufbeschwört, lassen sich Funktionsmechanismen des intellektuellen Daseins und intellektueller Debatten bis heute, glaube ich, skizzieren. J'accuse ist ein offener Brief, gerichtet an den französischen Präsidenten Félix Faure, in dem sich Zola sehr, sehr deutlich einmischt in den Prozess um den Offizier Alfred Dreyfus, der angeklagt ist, des Hochverrats angeklagt ist, weil er Militärgeheimnisse an den deutschen Erzfeind weitergegeben haben soll.
Wir sind ja nur sozusagen 20 Jahre vom Deutsch-Französischen Krieg von 1870, 71 entfernt. Diese Angst, die Paranoia vor der deutschen Übermacht ist sehr ausgeprägt zu dem Zeitpunkt. Der Alfred Dreyfus sitzt im Gefängnis und es stellt sich nach und nach heraus, dass entlastendes Material verschwiegen, zurückgehalten wurde, dass belastende Indizien gefälscht, erfunden wurden. Und in diese Konstellation spricht jetzt Emile Zola hinein und sagt, es kann nicht sein, dass wir unter diesen Umständen, Frankreich ist seit 1871 wieder eine Republik, die sich ausdrücklich auf das Erbe der Französischen Revolution beruft, unter diesen Umständen das Gerechtigkeitsprinzip derart mit Füßen treten und jemand, der wahrscheinlich zu Unrecht aufgrund gefälschter Beweise im Gefängnis sitzt, da einfach schmoren lassen. Und deswegen haben wir als Intellektuelle die Aufgabe der Staatsmacht, auf die Finger zu gucken. Das ist im Prinzip ein Urmoment der Intellektuellen, der dann entsprechende Reaktionen auslöst. Richtig. Man könnte sagen, das ist die Geburtsstunde des republikanischen Intellektuellen. Es gibt dann auch eine sogenannte Partie dieser Intellektuellen, die sich auf Zolas Weckruf formiert. Republikanische Intellektuelle, die Republik verteidigen wollen gegen die finsteren Mächte der Armee und des Katholizismus. Wir reden darüber, weil die Dreyfus-Affäre aber auch die Geburtsstunde des Rechtsintellektuellen in Frankreich ist. Zumindest könnte man das behaupten. Kurz nach Zolas Jacques betritt nämlich eine Figur die Bühne der französischen Politik, auf die sich die französische Nouvelle Droite in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, 20. Jahrhunderts, immer wieder beziehen wird, von der sie sich abgrenzen wird, Charles Maurras, die eigentlich Gründerfigur der französischen Rechtsintelligenz des 20. Jahrhunderts. Wer war das? Dieser Maurras oder Maurras, glaube ich, hast du mir gesagt, spricht man ihn aus? Genau, ich würde, Maurras war, ist jemand, ja, dessen im Prinzip Karriere, dessen Laufbahn eine völlig neue Wendung einnimmt mit der Dreyfus-Affäre. Man muss hinzufügen, dass natürlich dann rauskam, dass diese Inhaftierung von Alfred Dreyfus die eigentliche Triebfeder dahinter waren, antisemitische Motive. Dreyfus stammt aus einer jüdischen Familie im Elsass, deswegen lag es auch nahe, ihm da natürlich deutsche Komplizenschaft nahezulegen, aber eigentlich die Triebfeder waren massive antisemitische Tendenzen in der französischen Armee. Sie kennen vielleicht dieses Stichwort, das immer gesagt wurde. Also wenn man irgendwo in einem Land in Europa ein mörderisches antisemitisches Regime oder eine Partei antizipiert hätte, Ende des 19. Jahrhunderts, wäre das Frankreich gewesen. Der Antisemitismus war ein massives Problem. Jean Maurras beginnt seine intellektuellen Karriere, indem er sagt, dass ihn diese Vorwürfe, dass ihn weder die juristischen Details interessieren, noch die antisemitischen Hintergründe. Für ihn ging es vor allem darum zu sagen, dass es nicht angeht, dass Intellektuelle die Integrität wichtiger staatlicher Institutionen wie der Armee in Zweifel ziehen. Dass also diese zersetzende Arbeit analytischer intellektueller Kritik wird radikal abgelehnt. Es ist im Selbstinteresse des französischen Staates, so argumentiert Maurras, sollte man von derartigen, ja, er würde das wahrscheinlich als eine Art im Dreck wühlen, des Anzweifelns jener Institutionen, die für Ordnung und Stabilität sorgen, radikal abgelehnt. Und der Maurras lässt es nicht, begnügt sich nicht damit, da einfach zu grummeln, wütende Briefe zu schreiben, sondern er gründet eine Bewegung im gleichen Jahr 1898. Das ist die Action Française, die bis Mitte des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten Bewegungen innerhalb des französischen rechten Spektrums bleiben wird. Und dort wird dann einmal ein wichtiges Programm der Rechten in Frankreich ausbuchstabiert. Das natürlich, also wir können darüber uns auch gleich unterhalten, ob das eher ein Vorläufer des Faschismus ist oder noch aus dem 19. Jahrhundert zehrt. Ich würde es eher im Traditionalismus verhaften. Warum? Maurras ist ein Verteidiger des Katholizismus. Maurras ist auch jemand, der die Fahne
des französischen Königtums hochhält. Maurras ist auch jemand, der, obwohl er selbst konsequent antisemitisch argumentierte, sich nicht auf die wissenschaftlichen Theorien zur Begründung des Antisemitismus beruft, sondern da es einfach aus einer Art staatlichen Notwendigkeit ableitet. Also er sagt irgendwann auch, ihm sei wohl ziemlich klar, dass diese Beweise gefälscht wurden, aber wichtig ist doch, dass man den jüdischen Einfluss aus den großen Staatsapparaten heraushält, und dafür brauche ich nicht eine wissenschaftlich begründete Theorie des Sozialdarwinismus. Vielleicht kann man sagen, dass Maurras so eine Art, und die Action Française, so eine Art Missing Link darstellt zwischen dem traditionellen reaktionären Denken des 19. Jahrhunderts und dem den Faschismen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Denn er hat doch auch schon gewisse Elemente in seiner Ideologie, die übrigens der deutsche Historiker Ernst Nolte hat sogar gesagt, Charles Maurras ist eigentlich der Einzige, der so etwas wie eine halbwegs konsistente Theorie des Faschismus entwickelt hat. Jedenfalls ist in diesem Wunsch, zu einer Monarchie zurückzukehren, etwa bei Maurras durchaus schon ein modernes, vielleicht eben doch protofaschistisches Element enthalten. Er stellt sich den König nämlich nicht wie die Legitimisten des 19. Jahrhunderts. Es geht ihm nicht darum, zur Dynastie der Bourbonen oder sowas zurückzukehren, sondern es geht um so eine Art Heerkönigtum. Es geht um eine Gesellschaft, die in permanenter Mobilisierung sich befindet. Es geht auch bei ihm um einen Kult der Armee und des Krieges. Sind das nicht doch auf jeden Fall schon Momente, die die Action Française eher in die Nähe dann der Faschismen in Italien und Deutschland rücken? Diese Komponenten gibt es sicherlich. Noch dazu, weil die Action Française sich zunehmend radikalisiert. Zu einer Bewegung wird den Straßenkampf propagiert in der Zwischenkriegszeit, auch den gewaltsamen Straßenkampf da schon. Das wird auch eines der, ich glaube, Leitmotive des Abends werden. Natürlich auch links Anleihen nimmt bei einem radikalen Anarcho-Syndikalisten wie Georges Sorel. Und man darf ja nicht vergessen, dass das auch schon ganz oft vor dem Zweiten Weltkrieg in politische Gewalt umschlägt. Also es ist jetzt nicht so oft bekannt, nicht so bekannt in Deutschland, aber es gibt im Jahr 1936 ist eine Volksfrontregierung in Frankreich an der Macht, das erste Mal unter dem Ministerpräsidenten Léon Blum, die 40-Stunden-Woche einführt, die den bezahlten Urlaub einführt, natürlich zur absoluten Hassfigur der Rechten wird, weil dort jemand an der Spitze des Staates steht, der nicht nur Sozialist ist, sondern auch Jude. Und dann sind es im Jahr 1936 Anhänger der Action Française, die einen Mordanschlag, die einen Anschlag auf Léon Blum verüben, den er verletzt, glaube ich, er wird verletzt, aber er entkommt mit dem Leben. Aber das zeigt dann sicher schon, dass das Aufwiegelnde, das Straßenkämpferische, das umstürzerische Element viel stärker ist, als wir das aus klassischen reaktionären Bewegungen des 19. Jahrhunderts kennen. Da hat Nolte sicher recht. Wenn du mir noch eine Bemerkung gestattest, es gibt natürlich ein sehr interessantes Nachleben von Maurras in Deutschland. Sie kennen über den Link, über die Beziehung zu Ernst Nolte. Ernst Nolte hat sicher notorische Bekanntheit erlangt mit seiner Rolle im deutschen Historikerstreit. Ganz kurz, wo es darum ging, ob der Nationalsozialismus und allgemein der Faschismus nicht vielmehr als Reaktion auf den Bolschewismus, auf die Oktoberrevolution von 1917 zu verstehen sei. Man kann sich dann das leicht zusammenzählen, dass es natürlich dann darum geht, dass es natürlich auch um eine Abschwächung der Verantwortung geht. Mit dem Artikel hieß der Vergangenheit, die nicht vergehen will, genau. 86 in der FAZ, 85 oder 86 in der FAZ erschienen ist, greift Nolte auf die Unterscheidung von Charles Maurras zurück zwischen, französisch nennt sich das Pays Légal und das Pays Réel, also sozusagen zwischen dem echten Land und dem Land der Eliten und der Institutionen. Bei Maurras steht da im Hintergrund die Idee, dass natürlich das Land der Eliten, seine Lieblingsbösewichter sind immer, sind
Protestanten, Freimaurer und Juden. Und das ist, damals ist das, glaube ich, ganz wenigen Leuten, nur Leuten aufgefallen in diesem FAZ-Artikel. Das ist natürlich ein ziemlich starkes Stück, sich zur Verantwortung gegenüber der deutschen, deutschen Verantwortung gegenüber dem Holocaust zu äußern. Oh, über den Bezug auf jemanden, der ein wahnsinnig antisemitisch-verschwörerisches Weltbild propagiert hat. Und das sind dann natürlich auch, das kann man durchaus auch als einen sehr geschickten Unterwanderungsversuch lesen, so etwas salonfähig zu machen. Und das darauf verfiel der deutsche Historiker Ernst Nolte natürlich, weil er ein Buch geschrieben hat über die Action Française. Insofern kannte er Maurras und seine Ideenwelt sehr gut. Gibt es eigentlich auch in der gegenwärtigen französischen rechten politischen Landschaft Versuche, direkt an die Action Française, an Charles Maurras anzuknüpfen? Es gab im Umfeld, ist sie die Nichte von der Le Pen-Familie, Marion Maréchal Le Pen, die sozusagen jetzt sich sagt, sie hat sich aus der Politik zurückgezogen, ist, glaube ich, hat eine Schule aufgemacht, also, eine nationalgesinnte Schule, und in deren Umfeld gibt es Leute, die versuchen, wieder an diese Idee anzuschließen. Es gibt eine Zeitschrift, L'Incorrect, die natürlich ganz bewusst diese Lust an der politischen Inkorrektheit wieder aufgreift. In Frankreich ist es aber so, dass der Antisemitismus von Maurras ihn im Grunde genommen auch heute noch bis jetzt nicht wieder anschlussfähig werden lässt. Insofern sind die direkten Anknüpfungsmomente eher rar gesät. Die neue Rechte in Deutschland, die sich nach landläufiger Vorstellung in der zweiten Hälfte, vielleicht sogar erst im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts konstituiert, definiert ihre Neuheit, indem sie sich abgrenzt, natürlich vom Nationalsozialismus, indem sie Bezüge herstellt zur sogenannten konservativen Revolution, einer sehr weit aufgefächerten Strömung von Intellektuellen, die vermeintlich dem Nationalsozialismus innerlich fremd geblieben ist. Diese Konstruktion einer solchen konservativen Revolution wird von neueren Historikern aber inzwischen selbst als Mythos entlarvt. In Frankreich ist einer der Abstoßungspunkte für die Nouvelle Droite, über die wir jetzt endlich sprechen wollen, die Action Française von Charles Maurras. Wann beginnt denn eigentlich die Geschichte der Nouvelle Droite in Frankreich und mit welchen Anspruch, mit welchem Recht nennt sie sich Nouvelle Droite? Ich würde sagen, dass, also oft wird ja auch im Deutschen, in den deutschen Diskussionen sehr stark abgehoben auf 1968 als entscheidendes Kriterium. Das passt in dem französischen Kontext nur sehr bedingt. Ich glaube, an dem, der Moment, an dem man wirklich von der Konstitution, der Herausbildung einer neuen Rechten in Frankreich sprechen kann, ist das Ende des Algerienkrieges 1961, an dem dann wirklich, also das hat ja ein Nachspiel, es gibt innerhalb der Armee nationale Milieus, die auf keinen Fall, Algerien ist ja nicht mehr eine Kolonie, sondern gilt als Departement, es wird technisch gesehen, es ist eine Verwaltungseinheit Frankreichs, es ist nicht mal ein Überseegebiet, die dieses Gebiet nicht abtreten wollen und sich dann zu einer terroristischen Gruppe zusammenschließen, der OAS, die auch Anschläge nicht nur auf Intellektuelle wie Sartre verübt, sondern auch auf den französischen Präsidenten de Gaulle, auf den sie anfangs Hoffnung gesetzt hatten, bis er dann aber sagt, wir ziehen uns aus diesem Krieg zurück, denn er ist nicht zu gewinnen. Es gibt ja einen sehr bekannten Film, beziehungsweise einen Roman von Patrick Forsythe, The Day of the Jackal, der Schakal, der genau diese terroristischen Anschlagspläne des OAS auf Charles de Gaulle zum Thema hat. Vielleicht kennen einige von Ihnen diesen Film. Pardon. Und das ist ja kein Problem. Und das Interessante ist, dass natürlich dieser Moment sich auch sehr stark, diese Formierung einer terroristischen Gruppe mit den Federn der Widerstandsbewegung schmückt. Also es gibt ganz viele Leute, die im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gegen die deutschen Besatzer aktiv waren,
die später in Frankreich sich dem terroristischen, rechtsterroristischen Widerstand der Armee angeschlossen haben, weil sie sagen, also einmal Widerstand, immer Widerstand. Natürlich endet enden diese Bemühungen, die Umsturzbemühungen in einem radikalen Scheitern. De Gaulle sitzt sehr gefestigt im Sattel, überlebt, entgeht diesen Anschlägen. Die Drahtzieher wandern ins Gefängnis. Die Verbände, auch in Frankreich, die diese Umtriebe gestützt haben, lösen sich auf. Und eine klassisch nationale Rechte liegt am Boden. In dem Moment ist eigentlich für alle klar, es kann nicht mehr das Ziel der Rechten sein, nationale Größe durch die Verteidigung von Kolonien aufrechtzuerhalten. Da muss jetzt was anderes kommen. Und dann beginnt eine intellektuelle Arbeit, vor allem in der Zeitschrift Europe Action, heißt die, ab Mitte der 60er Jahre, in der jemand, der müssen natürlich relativ unbekannt, Dominik Wenner, der sich 2013 mit sehr großem Brimborium vor Notre Dame umgebracht hat, aus Protest gegen die Islamisierung des Landes, der tritt mit einem Essay vor, Puin Kritik positiv. Und da fangen sich dann an, die Parameter zu verschieben. Soll ich das noch ausführen? Ja, gerne. Ein Punkt natürlich, der Nationalstaat ist nicht mehr der richtige Rahmen des Rechtsseins. Das ist der wichtigste Punkt. Das heißt, zweiter Punkt ist, es geht nicht mehr darum, dass man jetzt einfach eine revolutionäre Bewegung gründet und dann sagt, wir räumen hier auf. Das funktioniert auch nicht mehr. Der dritte Punkt ist, wir müssen in die intellektuelle Arbeit gehen. Und wir müssen nicht mehr als intellektuellen Rahmen unseres Handelns den Nationalstaat postulieren, sondern auf ein europäisches Konstrukt setzen. Ja, die Rechte wird europäisch. Das ist eigentlich der große Wandel, der ab Mitte der 60er Jahre eintritt und aus dem heraus sich die Nouvelle Droite konstituiert. Ja, darauf kommen wir noch ausführlich zurück. Ich möchte aber zunächst mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Du hast ihn angesprochen, die Theoriefreudigkeit der neuen Rechten. Eigentlich ist es ja so, dass sich die Reaktion seit dem 19. Jahrhundert immer sehr viel stärker auf ihre Wirklichkeitsnähe, auf ihren Realitätssinn berufen hat, gegen die Abstraktionen der Linken, der Liberalen, der Rousseauianer, die davon ausgehen, alle Menschen sind gleich. Man muss sich ja nur umschauen, dann sieht man, dass sie nicht gleich sind. Das fängt schon damit an, wie sie aussehen. Ja, also es gibt dieses Pathos des Realismus innerhalb der Rechten. Und das ist zunächst einmal theoriefeindlich. Wo kommt es her? Und das ist eben auch für die neue Rechte in Deutschland dann ganz charakteristisch, dass auch auf der Rechten die Protagonisten auf einmal sagen, wir müssen uns theoretisch aufrüsten, wir müssen den Linken auf Augenhöhe begegnen. Ich glaube, Alain de Benoist, wahrscheinlich der wichtigste Protagonist der Nouvelle Droite in Frankreich, sagt das ganz explizit. Die Rechten müssen genauso schlau werden wie die Linken. Und im Grunde ist sein Lebenswerk dem Versuch gewidmet, das auch zu realisieren. Woher kommt das? Das ist auch Teil dieser Absetzungsstrategie. Also man muss sagen, dass wenn es eine intellektuelle Aktivität gab, der sich die alte nationalistische, katholische, monarchistische Rechte hingegeben hat, dann war das die Literatur. Man darf nicht vergessen, Charles Maurras hat sich als Literaturkritiker hervorgetan, schrieb selber auch sehr viel. Das war sozusagen schöngeistiges Schreiben. Es gab ein gewisses klassisches Ideal der Bildung, an dem man sich orientierte. Das gab es, aber Theorie nicht. Wenn man sich mit Theorie gesellschaftswissenschaftlicher, sozialwissenschaftlicher Theorie beschäftigen wollte, da gab es auf der rechten Seite relativ wenig zu holen. Es gibt auch von Alain de Benoist den schönen Satz, der sagte, ganz, ganz ehrlich, wenn ich auf Veranstaltungen spreche, wo ich unter vermeintlich Gleichgesinnten, nämlich anderen Rechten spreche, die Leute kommen mir unglaublich hohl vor, weil natürlich das Interesse an Theoriebildung da gleich null ist. Und das, was ihn verbindet mit der Linken, was er
wofür er Dienke neidet, ist diese unglaubliche Lust an der Theoriebildung um ihrer selbst willen, auch das ist nicht unbedingt antirealistisch, es ist auch eine Möglichkeit, der Wirklichkeit Herr zu werden. Du musst natürlich, um in die Wirklichkeit einzugreifen, kann ja so ein ambitioniertes Gedankengebäude als Leitfaden durchaus hilfreich sein. Und Alain de Benoist, muss man ganz kurz sagen, 43, glaube ich, geboren, studiert Literatur und Recht an der Sorbonne in Paris, wo ich abgeschlossen hatte, das Studium aber nicht, aber das ist ein wahnsinnig ambitionierter, leidenschaftlicher Leser. Also das ist sozusagen der Auftritt des Bücherwurms, also an Philosophie interessierten Bücherwurms im rechten Milieu. Und der sagt, da müssen wir uns neu orientieren, da müssen wir aufholen, nachholen und das heißt, da müssen wir nach links schauen. Das kann natürlich wirklich auch dem Zeitgeist der 60er Jahre geschuldet sein, nicht? Also es gibt ja auf der Linken beziehungsweise in der Idee- und Geistesgeschichte der Linken diesen Begriff des westlichen Marxismus, der im Grunde auch durchaus ein kritischer Begriff ist, weil er nämlich, ich glaube, Perry Anderson, ein britischer Linker und Sozialhistoriker, hat ihn geprägt und wollte damit zum Ausdruck bringen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, die Linke so ein bisschen abgehoben ist in die Theorie. Die Theorieobsession der 68er, der neuen Linken, die sich eben nicht zuletzt durch ihren Theorieeinsatz von der alten Linken unterscheidet, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund in Deutschland, der sich von der SPD abspaltet und dann ganz dezidiert auf Theorie setzt. Vielleicht hat die SPD damals schon den Kontakt zu den Intellektuellen verloren, den sie jetzt wieder zu erlangen sucht. Das ist der Zeitgeist. Ich glaube, das könnte man auch in vielen anderen gesellschaftlichen Feldern beobachten. Es gibt einen Zug in die Abstraktion, nicht zuletzt in der Kunst, in der Malerei, im Nouveau Roman. Man misstraut vermeintlich einfachen, unmittelbaren Zugängen zur Wirklichkeit, zu politischem Handeln und möchte es so kompliziert wie möglich haben. Davon ist möglicherweise tatsächlich die neue Rechte und speziell Alain de Benoist tatsächlich auch tangiert, oder? Es passt einfach sehr gut in die Zeit, dass es diesen Intellektuellen, diese Aufrüstung gibt. Ja, absolut. Es gibt diesen Willen, die Wirklichkeit, so wie sie auf uns einströmt, nicht so unverarbeitet auf einen wirken zu lassen. Das ist ganz sozusagen, Empirie ist in jenen Jahren ein Schimpfwort. Also Empirie ist ja sozusagen, Empirie ist, was Leute tun, die Theorie nicht verstanden haben. Und an dieser Bewegung hat Alain de Benoist sicher teil. Das ist im Prinzip, das ist ja ein ganzes Land, wenn man so will, im Theoriefieber. Das hat institutionelle Gründe, dass in Frankreich natürlich der universitäre Betrieb noch weit stärker als in Deutschland ausgebaut wird. Das läuft unter dem Stichwort Science Humaine, dass sozusagen wir würden es grob als Geisteswissenschaften übersetzen, einen irrsinnigen Aufschwung erleben, dass Frankreich sowas wie der intellektuelle Weltmarktführer ist, dass nicht nur Sartre im Ausland bekannt ist, sondern auch Namen wie Claude Lévi-Strauss aus der Ethnologie, Literaturtheoretiker, dass sozusagen sich junge, später sehr berühmte Philosophen wie Jacques Derrida und Gilles Deleuze Mitte der 60er Jahre erstmals mit Publikationen hervortun. An diesem Klima der ja unglaublichen Theorieproduktionswut, über die du im Langsommer der Theorie ja sehr ausführlich und toll geschrieben hast, die lässt sich in Frankreich sehr stark spüren. Und die beeindruckt Leute auf der neuen Rechten sehr. Ja, also man kann wirklich sagen, dass Frankreich seit den 60er Jahren zu der führenden Theorie-Exportnation vielleicht wird. Und das gilt eben nicht nur für die Neue Linke, sondern auch für die Neue Rechte. Wir reden jetzt über die rechte Theorie. Ich denke, da sind zwei, drei prinzipielle Fragen, bevor wir uns dann den Inhalten und den Ideen von Alain de Benoist zuwenden am Platze, die wir vielleicht lieber jetzt diskutieren als am Schluss. Eine Frage betrifft ein Paradox, dem wir immer wieder begegnen, wenn über die neue Rechte, über neurechtes Denken, über rechte Theorien gesprochen wird.
Auf der einen Seite neigen wir dazu zu sagen, diese Theorien sind fadenscheinig, die sind armselig, die sind mühsam zusammengezimmert, die halten dem Komplexitätsgrad linker Theorien, etwa aus der Theoriefamilie des Marxismus oder so, überhaupt nicht stand, was ihre logische Konsistenz angeht. Also die sind armselig und dünn. Und zugleich hören wir aber immer wieder die Beurteilung, die sind gefährlich. Mhm. Und im Grunde widersprechen sich ja diese beiden Charakterisierungen. Denn wenn sie so armselig sind, wie können sie dann gefährlich sein? Und auf der anderen Seite, wenn sie gefährlich sind, wie können sie dann so armselig sein? Ich möchte nicht dir zumuten, diese Frage zu beantworten, abschließend schon gar nicht. Aber wenn du ein paar Worte dazu verlierst, wie du sie in Bezug auf die Nouvelle Droite und auf Alain de Benoist beantworten würdest, was würdest du dann sagen? Ich denke allgemein, dieser Unterschied zwischen Fadenscheinigkeit oder diese Polarisierung zwischen Fadenscheinigkeit, dass das im Prinzip relativ dünne Bretter sind, die da gebohrt werden, die nicht so weniger sehr folgenreich sein können. Ich nenne das immer also das ist im Prinzip ja so eine Containertheorie der Ideologie. Das heißt sozusagen, dass man die Leute davor bewahren muss, diesen dummen Ideen auf den Leib zu gehen. Also das Menschenbild, das hinter diesen Vorstellungen steht, ist selber sehr problematisch, weil man dann denkt, okay, je dümmer die Theorien, desto mehr laufen die Leute ihnen nach. Das sollte man hinterfragen. Das ist natürlich ein ziemlich herablassendes Bild von der Wirksamkeit von Ideen auf weitere Bevölkerungsschichten. Im zweiten Nachgang würde ich dann aber schon unterscheiden, auch wenn mir jetzt hoffentlich nicht in die Nähe gerückt werde, sagen falscher Sympathien, dass ich da einfach unterscheiden würde zwischen der theoretischen Flughöhe von so jemandem wie Alain de Benoist, der auch wenn wir über seine medialen Erfolge sprechen werden, doch an einem relativ elitären Diskurs teilnimmt und anderen reaktionären Denkern im gegenwärtigen Frankreich, auf die wir später noch zurückkommen werden, die einfach durch radikale Vereinfachung punkten und Chaos, also im Prinzip so eine orientierende Schneise des Chaos in die Gegenwart schlagen. Das sind zwei relativ unterschiedliche Sachen, weil am Ende jemand wie Alain de Benoist sehr stark Wert drauf legt, sich auch auf politische Vereinnahmung, die auszuschließen, sich davor zu schützen. Also das halten wir fest, die französische Rechte, die Nouvelle Droite, hat so etwas wie eine moderne dezidiert theoretische Rechte eigentlich erfunden. Und das Schlagwort, was sie benutzen, um sich selbst zu charakterisieren, lautet Metapolitik. Mhm. Was ist das für ein Begriff? Metapolitik, glaube ich, wenn man es auf der grundlegenden Ebene verhandeln möchte, heißt einfach, dass bevor man sich irgendwelchen Planspielen hingeben sollte, wie man die Macht übernimmt, den Apparate an sich reißt, die Gesellschaft umgestaltet, gilt es, die Anhöhen der Kultur zu stürmen, Debattenhoheit zu erlangen, Wegmarken zu setzen in den Diskursen, die in der Öffentlichkeit geführt werden, Begriffe zu besetzen, umzubesetzen. Das sind eigentlich die Hauptmotivation der Metapolitik, die sich nicht mehr in einem Engagement für eine Partei oder selbst für eine Bewegung niederschlägt. Oder im Terror, in der terroristischen oder Aktivität, Terror, so wie der OAS. Im Aktionismus, sondern wirklich versucht, durch intellektuelle Arbeit Themenfelder zu beackern und denen dann eine andere Richtung zu geben und im Sinne der eigenen rechten Weltvorstellung oder rechten Weltanschauung umzudeuten. Das ist die Herausforderung, das Ziel, das sich die Metapolitik setzt. Ja. Genau, aber sie hat natürlich, wenn ich das richtig verstehe, schon das Ziel, langfristig auch politisch wirksam zu werden, oder? Absolut, nämlich indem sozusagen Parameter von Debatten verschoben werden, indem politische Möglichkeiten dadurch, wie sie begrifflich und sprachlich eingefasst sind, selbst schon vorgeschrieben sind, dass man wirklich ja, also heute, ich meine,
wenn man sehr anachronistisch, sehr heutig formulieren will, ist sozusagen die Einsicht auf der rechten Seite, dass es um Framing geht im Prinzip, dass man Sachen nur in die eigene Richtung lenken kann, wenn man die Bedingungen, unter denen Diskussionen laufen, selber schon beeinflusst, anstatt sich lautstark erst an den Diskussionen zu beteiligen und dann an einem Erfolg, auf einen Erfolg an der Wahl oder ohne zu hoffen. Es geht darum, sozusagen, dass die Begriffe, die verwendet werden, vorgeprägt sind, ja. Nun ist ja diese Idee des Framing oder der Metapolitik oder der kulturellen Hegemonie wiederum eine linke Idee. Und Alain de Benoist hat sich auch ganz explizit auf einen linken Denker bezogen, um diese neue Strategie des metapolitischen Handelns zu begründen. Ich formuliere das jetzt extra so vorsichtig, damit du mit deiner Antwort voll einsteigen kannst. Um wen geht es? Und um welche Theorie geht es? Ja, das ist sicher einer der bekanntesten Schachzüge der neuen Rechten. Da wird eine Hegemonietheorie aufgegriffen von Gramsci, der ab 1973, 1974 eigentlich eine ständige Referenz in Alain de Benoists Schriften ist, auch in der Zeitschrift, der er vorstellt, Nouvelle École. Vielleicht, wenn du trotz allem zwei Sätze zu Antonio Gramsci sagst. Antonio Gramsci ist ein italienischer Marxist, der in den 20er Jahren im faschistischen Italien Mussolinis sehr lange dort im Gefängnis saß, dann Aufzeichnungen dort anfertigt, diese Gefängnistagebücher, und darin die Idee entwickelt, dass es einfach nicht reicht, wenn man als marxistische Bewegung die Verhältnisse ändern möchte, dass man da die Produktionsverhältnisse nur ändert, sondern es ist eine kulturelle Arbeit, unabdinglich ist. Das ist eine kulturelle Arbeit, dass man sozusagen die Köpfe und Herzen der Menschen für sich gewinnt und auch natürlich nicht nur was früher im doktrinären Marxismus als Überbau abgekanzelt wurde, eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Dass sozusagen Ideologie eines der wichtigsten politischen Schlachtfelder wird. Ja. Und nicht einfach nur als Nebeneffekt oder als Folge ökonomischer Verhältnisse abgewertet werden kann. Ja, Gramscis politische Ausgangsfrage war ja die, warum sich in Westeuropa keine Revolution ereignet hatte, so wie in Russland. Und die Antwort, die er gab, im Gefängnis sitzen, die Faschisten hatten ihn inhaftiert, lautete eben, weil es in diesen entwickelteren Ländern eine politische Öffentlichkeit, eine bürgerliche Öffentlichkeit mit Schulen, mit Zeitungen, mit Universitäten, und hier werden eben kulturelle Fakten geschaffen, die sich so einfach nicht aus der Welt bringen lassen. Das heißt natürlich auch, mit Gramsci gibt es eine Theorie, die den Intellektuellen, Gramsci selbst spricht von den organischen Intellektuellen, die eben mit einer bestimmten politischen Bewegungen verbunden sind, eine enorme Macht einräumen. Also der Glaube an die Macht der Ideen und an die theoretische und ideologische Arbeit von Intellektuellen, der wird von Gramsci enorm untermauert und enorm stark gemacht. Und dieser Glaube lebt eigentlich in der neuen Rechten bis heute fort. Mhm. Das könnte man durchaus so sagen. Ich meine, im Prinzip ist natürlich, kann man auch Gramsci einfach verwenden, um sich als Intellektuellen oder aspirierenden Intellektuellen eine Existenzberechtigung herbeizureden. Das ist natürlich der andere Faktor, der dabei eine Rolle spielt. Aber es geht auch, glaube ich, einfach darum, warum das bei jemandem wie Alain de Benoist auf fruchtbaren Boden fiel, dass es da eine Einsicht gab, dass man aus dieser unglaublich verstaubten, geistig rückständigen, oft am militärischen Milieus geketteten Rechten, dass man sich davon lösen möchte. Dass man sozusagen radikal die eigene Bewegung entstaubt und sich umsieht, was sind denn eigentlich die aktuellen Tendenzen in der Gesellschaft? Was treibt die Leute um? Was beschäftigt sie? Das ist natürlich, wenn man diese Zeitschrift im 68 gründet, kurz danach im Januar, Februar, wird der GRES, also das ist eine sehr wichtige Institution, eine
Forschungs- und Arbeitsgruppe zur oder für die europäische Zivilisation, der Alain de Benoist sehr nahe steht. Und dann kommt dann kurz darauf die erste Ausgabe seiner Zeitschrift Nouvelle École. Und dann im Mai, also erst danach, kommt dann sozusagen der Mai 68. Ist keine direkte Reaktion auf den Mai, aber das wird dann eingebaut, dass man über die Frage, was beschäftigt Leute heute und natürlich auch in der Zeit, als auch einfach demografisch junge Leute eine sehr wichtige Bevölkerungsgruppe darstellen, was beschäftigt junge Leute heute? Um die kommt man nicht mehr drum rum als neurechter Theoretiker. Und dann natürlich auch die Notwendigkeit, mit der allerneuesten Theorieproduktion mitzuhalten. Und wir können dann, also ich meine, wir können in zwei Sachen, also einen Punkt, der natürlich dann sehr, sehr groß bei ihm angelegt ist, ist halt dieser Sprung auf die europäische Ebene und dann, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sehr esoterisch wird, aber das ist ja halt eins meiner Leib- und Magenthemen, dass dann sich dann auch über den Sprung auf die europäische Ebene eine radikale Abwendung vom christlichen Erbe der alten Rechten vollzieht. Vielleicht sollte ich das, kann ich, wenn ich das nochmal ganz kurz aufführen darf und welche Referenzen da sozusagen eine Rolle spielen. Unbedingt. Dass die Ablehnung, radikale Ablehnung des katholischen Einflusses in Frankreich ist dann ein wichtiger Bestandteil, dass man sich vom Nationalen hin auf das Europäische zubewegt und dass man dann sagt, was ist denn eigentlich, was sind denn ideologische, historische Faktoren, auf die man sich in Europa beziehen kann, dass auf einmal ganz stark ein Interesse an den Indoeuropäern erweckt. Ja, die Indoeuropäer, also warum die Indoeuropäer? Weil das natürlich, muss man vielleicht ganz kurz sagen, was sind die Indoeuropäer? Die wurden in Frankreich bekannt als ja eigentlich eine sprachliche, eine linguistische Gruppe, die in den Schriften von Georges Dumézil eine große Rolle spielten, also sozusagen als die ja im linguistischen Vorgänger nicht nur europäischer Völker, sondern auch, also das reicht bis nach Indien, sogar vedische Schriften, dass die dann ganz stark in den Blick der Öffentlichkeit rückten. Warum wendet man sich denen zu? Weil natürlich das so historisch so alt ist, dass dann kein Bezug mehr auf das Christentum und natürlich, also eine christlich-jüdische Religion, auf das Judentum mehr notwendig ist. Das ist eine intellektuelle, ein Manöver, um gänzlich auf christliche Referenzpunkte verzichten zu können. Wichtige Folge davon ist, dass mit der neuen Rechten in Frankreich ein Neuheidentum, das sind alles sozusagen pagane Tendenzen, ein Neuheidentum Einzug hält, das sich bei Nietzsche eher zu Hause fühlt als in den traditionellen Hort der katholischen Kirche. Warum ist das denen eigentlich so wichtig? Das habe ich mich schon oft gefragt, dieses Neuheidentum, diese Betonung des paganen Elements. Geht es da um die Abgrenzung von der traditionellen Reaktion von den katholischen Reaktionären des 19. Jahrhunderts? Oder warum beschäftigt das die französische Neue Rechte so sehr? Sicher hat das was mit der Präsenz des katholischen Faktors in Frankreich zu tun. Eine andere Triebkraft dabei ist aber wirklich dieser Verzicht auf die jüdisch-christliche Referenz, die bei manchen, wenn man dann verfolgt, was machen die Mitte der 70er, Ende der 70er, Mitte der 80er Jahre, das sind Leute, die dann auch von denen viele bei diesen Neuheiten, die dann zu Holocaust-Leugnern werden. Also es gibt dann, es ist im Prinzip eine intellektuell sehr hochwertige Verpackung für antisemitische Tendenzen auch. Also man kann sozusagen dann den jüdisch-christlichen Einfluss rausschreiben aus der eigenen Herkunftslinie und dann reinen Tisch machen. Man kann reinen Tisch machen und sagen, wir können hier in Europa uns auf was beziehen, auf ein Erbe, was mit diesem christlichen Glauben, der übrigens dann nicht nur eben als hierarchischer Glaube gedacht wird, sondern auch wirklich sozusagen sehr nietzscheanisch, als Herdenglauben, als Ressentiment geladener Glauben, der Schwachen als unheroischer Glauben, als Glauben, der Barmherzigkeit, der deswegen zu verwerfen ist, mit dem möchte man brechen und dann kommt das Neuheidentum, kommt dann gerade zur rechten Stelle.
Ein anderer Faktor ist, dass es natürlich damals, ich nenne das so diesen Stahlhelm Erich von Däniken-Fraktion, es gibt in Frankreich einfach auch so in den 50er, 60er Jahren bildet sich so eine neurechte ESO-Ecke heraus. Das ist Louis Pauwels, über den werden wir später, wenn es darum geht, welche Anhöhen denn gestürmt würden, nochmal reden. Es gibt Magazine, wo es dann geht um Atlantis-Forschung, Thule, untergegangene Kulturen. Und in diesen Publikationen wird dann das, was bei Georges de Maizière einfach nur eine hypothetische linguistische Gruppe wäre, das wären dann Menschen, die Indoeuropäer sind, Leute wie du und ich, das ist dann so ein Asterix-Phänomen, wie man... Die haben ihre Abenteuer erlebt und denen möchte man folgen und das sind ganz mutige Leute, das ist natürlich eine Kriegerkaste auch, wo man dann die ganzen eigenen Phantasmen drauf projizieren kann, das spielt auch eine Rolle. Mhm. In den Sack würde ich aber jetzt Alain de Benoist nicht stecken wollen, aber das als Teil der Popularität ist das ganz wichtig. Das klingt in der Tat recht fadenscheinig. Du hast aber Georges de Maizière erwähnt, ein Akademiker, ein Mythen- und Sprachforscher, der auch für andere Denker wie Michel Foucault zum Beispiel ganz wichtig gewesen ist. Die Nouvelle Droite zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie tatsächlich auch viel Theorie und viele Diskurse und Debatten aus der akademischen französischen Welt der 60er und 70er Jahre und namentlich aus einer der, könnte man vielleicht formulieren, Modewissenschaften dieser Zeit rezipiert, nämlich der Ethnographie und der Ethnologie. Mhm. Ich möchte jetzt in jedem Falle noch auf einen zweiten, ganz wichtigen Begriff, Markenkern, vielleicht sogar der Nouvelle Droite zu sprechen kommen, der auch für die neue Rechte in Deutschland sehr wichtig geworden ist, nämlich den sogenannten Ethnopluralismus. Wo kommt das denn bitte her? Also ganz kurz noch zu de Maizière. Also de Maizière ist auch sozusagen der Fall eines erfolgreich betriebenen Vereinnahmungsversuches. In dieser Zeitschrift Nouvelle École, die das eigentliche intellektuelle Flaggschiff der neuen Rechten ist, kommt es Anfang der 70er Jahre, glaube ich, zu einer Sonderausgabe, die sich Georges de Maizière widmet. Der ist damals schon am absoluten Heiligtum französischer Intellektueller am Collège de France. Aus dieser Funktion heraus hat er, du hast den Foucault-Namen genannt, hat er auch übrigens Foucault zur Wahl ins Collège de France verholfen. Er hat ihm da diese Stelle verschafft oder zumindest ihn unterstützt, diese zu erhalten. Und dort kommt es dann zu einer Sonderausgabe, in dem durchaus respektable Wissenschaftler mit radikalisierteren Kräften zusammen ein Themenheft bearbeiten, in dem es um die Indoeuropäer geht. Und da findet dann natürlich auch Platz, ein Interviewplatz mit Georges de Maizière, der selber das erst gutheißt, sich später dann, glaube ich, 1974, er ist sogar im Redaktionsbeirat dieser Zeitschrift für 2 Jahre, zieht sich dann 2 Jahre später zurück, hat selber natürlich ein bisschen schwierige ideologische Credentials, weil er in den 30er Jahren der Action Française, der alten nationalistischen Rechten, sehr nahe stand. Da aber später meinte er, habe der abgeschworen. Aber es gibt linke Historiker in Frankreich, auch in Italien. Carlo Ginzburg ist einer von denen, die sagen, Reste faschistischen Denkens durchziehen zumindest die frühen Texte von de Maizière. Also da wird dann, also ein Punkt, um das mal konkret zu machen, wie gesagt, ich habe die Kriegerkaste erwähnt, also gerade die, er schreibt auch viel über Wikinger, über die Wikingerkultur, die ja natürlich auch in diesen indoeuropäischen Raum reingehören, über die Gruppe der Berserkier, also das heute kennen wir den Begriff des Berserkers, das sind eigentlich sozusagen Jungmännerbünde, die in den Krieg ziehen. Und Ende der 30er Jahre schreibt de Maizière ein Buch, in dem er sagt, ja, was ist denn die SA anderes als ein sozusagen abgedateter Wikinger-Jungmann-Bund und schreibt das dann ohne Wertung. An solchen Passagen stoßen sich dann die Leute. Noch verstörender wird es am Beispiel des Ethnopluralismus, das hast du angesprochen. Das ist auch so ein relativ großer Bestandteil meiner eigenen Recherche gewesen. Das ist eine so sehr wichtige, große Gruppe französischer Ethnologen gab, oft Schüler von Claude Lévi-Strauss, die 68 an vorderster Front kämpfen, die Sorbonne besetzen, da eine radikale, als Dozenten, radikale Änderung des Lehrplans fordern und
über ihre Feldstudien berichten, die sie nach Lateinamerika, Südamerika geführt haben. Ganz viele von denen, man würde sagen, libertäre Anarchisten, die staatlosen indigenen Gemeinschaften nachspüren, mit denen lange gelebt haben, zu denen publizieren und natürlich zum drohenden Verschwinden dieser Volksgruppen gearbeitet haben. Die Idee, die dann entstand, also einer von denen, Robert Jolin, glaube kaum bekannt, auch ist, gründet, prägt den Begriff des Ethnozides. Der Ethnozid ist anders als der Genozid sozusagen kein direkter Gruppe an der, kein direkter Mord an der Volksgruppe, sondern ist ein Mord an einer kulturellen Lebensform. Und das ist genau das, meint Jolin, was den früher, in den 60er Jahren sprach man von Indianern, wir würden heute von indigenen Gruppen sprechen, passiert. Je mehr sie sich öffnen für den Kontakt in Südamerika mit den Industriegesellschaften, die sie umgeben, moderne Staaten, desto mehr gehen diese Gesellschaften zugrunde. Warum? Durch Arbeitslosigkeit, Alkoholismus, Zerstörung traditioneller Lebensformen. Das Einzige, was man da tun kann, tun sollte, das Einzige, was Dringlichkeit hat, ist, diese Gesellschaften zu schützen durch eine gewisse Form der Absonderung. Das heißt, man muss im Prinzip um die schwache Volksgruppen vor dem Einfluss des negativen, des schädlichen westlichen Lebensstils und des Staates zu schützen, gibt es ein Segregationsgebot in deren Interesse. Und das ist ein sehr wichtiges Thema Anfang der 70er Jahre in der französischen radikalen Linken. Und das wird dann von rechts aufgegriffen, radikal aufgegriffen, umgedeutet und gesagt, Benoit zitiert den besagten Robert Jolin sehr häufig, und er dann sagt, ich unterschreibe alles davon, das ist absolut richtig, nur gibt es halt nicht nur im Amazonas bedrohte Volksgruppen, sondern auch in Europa, und vielleicht auch ist die kaukasische Ethnie selber von diversen Seiten bedroht. Die Folge, die er daraus zieht, ist dann halt diese Doktrin des Ethnopluralismus, der sagt, kein Volk ist mehr wert als ein anderes, aber es, um den Schutz der eigenen Kultur und der eigenen Lebensform zu gewährleisten, ist es doch erforderlich, dass man Abstand zueinander hält, sich getrennt hält, gewisse Durchmischung, es gibt da eine Angst vor der Durchmischung, vermeidet. Und da wird dann ein Begriff genommen aus dem radikalen linken Spektrum, neu besetzt, der ja eine unglaubliche Karriere hinlegt. Ich meine, das kann man bei Volker Weiß nachlesen zum Beispiel, dass der Ethnopluralismus ist ja jetzt eine der Standardsituationen der neuen Rechten, der identitären Bewegung, wo man einfach sagt, okay, alles, wir sind natürlich keine üblen Nazis, wir wollen einfach nur unsere Kultur schützen. Das ist eine ganz erstaunliche Entwicklung. Der Begriff wird ja verwendet, um deutlich zu machen, dass man keinen Rassismus betreibt. Mhm. Also Ethnopluralisten, das ist, glaube ich, der entscheidende strategische Einsatz dieses Begriffes, grenzen sich vom Rassismus ab. Wie, du hast es ja schon angedeutet, aber dass wir das noch einmal explizit machen, wie funktioniert diese Argumentation? Da zeigt sich dann doch auch die, man muss nicht von Brillanz sprechen, man kann es zumindest als intellektuelle Gewandtheit von Alain de Benoist zeigen, der sich dann, der Interviews gibt in den 70er Jahren, in den 80er Jahren noch genauso, in denen er eine radikale Kritik am Rassismus übt und sich selbst als... Er solidarisiert sich zum Beispiel mit den Black Panthers in den USA, mit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Dass er sagt, wer heute Teil der neuen Rechten sein muss, muss den Kampf gegen den Rassismus aufnehmen. Und dann findet eine ganz spannende Entwicklung statt. Er sagt dann, klassische Rassisten, er bezeichnet sich als rassophob. Das sind einfach Leute, sozusagen, die andere Rassen niederwertig behandeln, dann auch dementsprechend oder niederwertig denken und dann auch dementsprechend behandeln. Er selbst bezeichnet sich als rassophil. Das heißt sozusagen, er hat mit keiner anderen Ethnie oder keiner anderen Volksgruppe ein Problem und keine ist der anderen überlegen, aber jede hat ihren Eigenwert. Also das ist dann diese Lehre der kulturellen Differenz. Wenn man jetzt sehr ikonoklastisch argumentieren möchte, könnte man sagen, ein Markenkern der neuen Rechten ist Diversity-Denken. Also dass man sagt, dass die Koexistenz,
kollektiver Unterschiede von Kulturen darf nicht geleugnet werden. Wir halten keine dieser Kulturen für der anderen überlegen, aber man muss sich doch mit dem Faktum auseinandersetzen, dass es da Unterschiede gibt. Das ist sozusagen der Weg aus dem biologisch überformten Rassismus. Das ist der Versuch, sich aus dem Nazisumpf freizuschwimmen, indem man einfach sagt, nein, alles, was wir sagen, ist, dass es verschiedene Kulturen gibt. Das sind Tatsachen, das sind nicht nur Konstrukte. Die kann man nicht so einfach in Abrede stellen und deren Verschiedenheit sollte man akzeptieren. Also er spricht dann sozusagen auch von einem Differentialismus. Ja? Klingt ja fast so, als wäre die neue Rechte multikulturalistisch eingestellt. Ja, unter der Voraussetzung, dass man sich das nicht so sehr durchmischt. Also wenn wir natürlich wieder über schwierige, verstörende Leihbewegungen sprechen müssen, ist natürlich eine Form von Differenzphilosophie, wenn man das so möchte. Und Alain de Benoist ist jemand, der sehr früh, 66, das erste Mal Gilles Deleuze zitiert. Da haben andere Leute von dem Mann noch nie gehört. Also das ist Wahnsinn, was da alles aufgesogen wird und was man damit machen kann. Und er sagt also, ich kenne das Interview, wo er sich dann positiv auf die Black Panthers bezieht und sagt, alles, was wir wollen für uns, ist das, was die Black Panthers für sich zu Recht in Amerika beanspruchen. Was natürlich dann verloren geht, das muss man einfach auch so klar sagen in dieser Gleichsetzung, ist, dass man, ob man da von einer vergleichbaren Unterdrückungssituation sprechen kann, ich meine, die ganze Sklaverei, also alles wird ja eigentlich ausgeblendet, aber als Schachzug muss man es zumindest erstmal bloß aufdecken, was da passiert. Aber ist das nicht die gleiche Argumentation, die etwa ein Richard Spencer, der Kopf der Alt-Right und der White Supremacists in den USA fährt, wenn er sagt, er bezeichnet sich als weißen Zionisten zum Beispiel in einer Diskussion mit einem amerikanischen Rabbiner, er hat gesagt, wir wollen im Grunde für die USA einfach genau das haben, was ihr in Israel habt. Wir wollen einen Staat haben für weiße, kaukasische Amerikaner. Das ist natürlich auch eine Argumentationsstrategie, die sehr durchsichtig ist, oder? Das ist sicher sehr durchsichtig. Ich glaube aber, bei jemandem wie Richard Spencer, es gibt dann natürlich doch dieses... Männerbündnische daran ist natürlich was mit Alain de Benoist denken absolut unvereinbar ist. Da muss man vielleicht sagen, wenn man jetzt weiter ein bisschen vorgreift auf die 90er Jahre, die erste Frage ist natürlich, wo landet der Mann dann eigentlich auf dem politischen Spektrum? Scheint ja relativ schwierig zu verorten zu sein. Die natürliche Heimat der neuen Rechten scheint ja dann der Front National zu sein. Damit möchte dann aber Alain de Benoist nichts zu tun haben. Damit möchte er nichts zu tun haben. Er findet, das ist sozusagen auch im Prinzip für ihn eine Form von Rassismus, die Angst vor Überfremdung, die Xenophobie, die Islamophobie. Das hält er einfach für idiotisch. Es gibt ein Interview von ihm 1992, wo dann auch relativ offen der Bruch mit dem Front National vollzogen wird, wo er einfach sagt, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, die Übel der gegenwärtigen französischen Gesellschaften wurzeln im Phänomen der Masseneinwanderung, das ist doch eine äußerst dürftige Analyse, die da vorgelegt wird. Das möchte ich sagen, mein Ziel ist vielleicht auch zu sagen, okay, vielleicht ist der Alain de Benoist eine viel unbequemere Referenzfigur oder Bezugsfigur für die neuen Rechten, als es ihnen lieb ist. Also die ja gerade in Deutschland nach 2015 diesen unglaublichen Aufschwung erlebt hat. Aber diese Überflutung, also diese Überfremdungsangst, ist bei ihm nicht so gegeben und die gewaltsame Strategie, die daraus folgt, die bei Spencer sehr stark ist, ist bei ihm auch nicht gegeben. Ich meine, es ist in dem Zusammenhang interessant, dass man relativ wenig von Alain de Benoist hört in den letzten Jahren. Er ist jemand, der sehr viel präsenter in der Debatte gewesen ist, zu einer Zeit, als vielleicht dieses metapolitische, intellektuelle Programm in Frankreich noch angebrachter war als jetzt. Man könnte ja auch sagen, er hat großen Erfolg gehabt. Der Front National ist eine der stärksten Parteien in Frankreich. Man kann sich sogar vorstellen, dass die irgendwann mal den Präsidenten stellen werden, beziehungsweise die Präsidentin.
Mission accomplished, könnte man ja sagen. Und jetzt muss Alain de Benoist sich gar nicht so sehr zur Tagespolitik mehr äußern, was er ja auch nicht tut. Dass er nicht tut, er verweigert ja auch diese Indienstnahme durch parteipolitische Kräfte, stößt sich natürlich ganz klarer Abstoßungsfaktor zwischen ihm und dem Ideologen der Front National, ist natürlich die Rolle der Nation. Also diese Rückkehr zum Nationalstaat, die von weiten Teilen anderer, konventionellerer Rechter gepredigt wird, ist nicht nur zum Scheitern verurteilt, sondern auch eine intellektuelle Sackgasse für Alain de Benoist. Ob das, also er hatte so ein Moment of Glory, wo diese Gramsci-Strategie aufging. Vielleicht sollten wir die noch kurz erwähnen, bevor wir auf sozusagen auch dann zeitgenössischere Tendenzen eingehen. Es gab diesen Versuch, also dieser Louis Powell, den ich kurz erwähnt hatte, der diese ESO-Schiene, der hier hielt 1978 eine ganz wichtige Stelle beim Figaro-Magazin. Das ist sozusagen Figaro ist eine sehr ehrwürdige Zeitung, in den 1820er Jahren, glaube ich, gegründet, konservativ, ein bisschen die FAZ Frankreich, nicht ganz so gut wie die FAZ, muss man auch dazu sagen. Die haben eine Magazinbeilage entwickelt, die erscheint ab 1978, für die ist jener Louis Powell zuständig. Und dann strömen sehr viele Autoren aus dem Umfeld der Nouvelle Droite da rein. Alain de Benoist wird eine Kolumne gegeben. Er erhält 1978 den Preis, der ein Essay, also ein, für ein, sein Buch Vue de droite von rechts gesehen, einen sehr wichtigen Preis der Académie Française. Er ist mitten im Establishment angekommen, erhält auch die Anerkennung und plötzlich tauchen in dieser sehr Establishment diese Establishment-Zeitung des bürgerlich-konservativen Spektrums Themen und Akteure der Nouvelle Droite auf, und das ist sozusagen, ja, sein, da ist diese Strategie der kulturellen Durchdringung völlig aufgegangen, bis dann aber ganz schnell 1979, 1980 Historiker Mona Ouzouf sagen, was passiert hier eigentlich, wisst ihr schon, dass ihr einfach ihr rechte Leute beschäftigt und die Leute nach und nach das Blatt verlassen müssen. Es gibt dann ja auch in den 80ern, 1980ern, diese Erfahrung markiert schon auch de Benoist, das zeichnet ihn, das lässt ihn auch, das geht nicht spurlos an ihm vorbei, und er gründet dann 1988 eine Zeitschrift Krisis, die selbst mit dem Label Nouvelle Droite nichts mehr zu tun haben möchte, wo dann auch Régis Debray, den man vielleicht kennt als also der Mitkämpfer von Che Guevara war, ja, so ein deutscher Günter Maschke, wenn du ein französischer Günter Maschke, aber auch Poststrukturalisten wie Jean Baudrillard, wo dann auf einmal so ein Sammelbecken für heterodoxes Denken sich findet, dass dann nicht mal das mit dem Label was zu tun haben möchte. Also das gibt es in so eine kurze Durchquerung der Wüste. Und das andere, der andere Punkt, der natürlich den Leuten sehr sauer aufstößt in diesem gediegeneren, bürgerlich-konservativen Spektrum, ist der Anti-Amerikanismus von Alain de Benoist, auf den wir vielleicht auch noch mal kurz zu sprechen kommen sollten. Stichwort Anti-Amerikanismus, Stichwort Antikapitalismus. Wir reden allerdings auch schon eine Stunde. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen, das ist meine Aufgabe, auf die Diskussion schielen. Und zwar, indem wir uns vielleicht jetzt doch ein bisschen von Alain de Benoist wegbewegen, der sicherlich zumindest in den letzten Jahren nicht mehr zu den Star-Autoren der neuen Rechten gerechnet werden kann. Das sind andere. Der Attentäter von Christchurch in Neuseeland hat sein Manifest mit The Great Replacement überschrieben. Was sind die aktuellen französischen Intellektuellen, die Taktgeber sind, möglicherweise sogar für eine internationale Rechtsradikale, für ein Netzwerk internationaler rechtsradikaler Denker und Aktivisten? Ja, du sprichst für Great Replacement an. Also das ist natürlich dieser Bezug. Ich glaube, das war auch, wenn ich mich nicht täusche, war das der Titel des Manifestes, dass der Terrorist in Neuseeland, in Christchurch, zu seiner Tat passend verfasst hat, bezieht sich auf Renaud Camus, einen bekannten rechten Denker in Frankreich, der
übrigens Schüler von Roland Barthes war und sich heute auch heute noch als Barthes-Schüler bezeichnet, 68 also auch auf Seiten der Barrikaden mitgemischt hat und dem diese Idee des großen, also er hat ein Buch geschrieben, Le Grand Remplacement, das wird bisweilen als, also wortwörtlich als großer Bevölkerungsaustausch, ein bisschen idiomatischer könnte man von, also Umvolkung ist glaube ich das in Deutschland geläufigere Wort bezeichnen. Übertragen ins Deutsche wurde das Buch auch von Martin Lichtmeß von der Identitären Bewegung. Das ist sozusagen eine Idee, die in einem Land, was von der Migrationskrise so verunsichert war wie Deutschland seit 2015, da auch Leute anspricht, die vielleicht vorher nicht dafür also offen waren. Worum geht es bei dieser diesen zwei Punkte, glaube ich? Zum einen ist das sozusagen diese, was ich dann, das ist so ein Sarrazin-Argument, es gibt einfach unter migrantischen Milieus höhere Geburtsraten. Da findet dann sozusagen automatisch schon eine Verdrängung der einheimisch weißen Bevölkerung statt. Zweitens, das ist dann der komplottistische, verschwörungstheoretische Aspekt dieser Theorie, ist, dass dieser Bevölkerungsaustausch aktiv von Eliten in Politik und Wirtschaft betrieben wird, um im Prinzip ja so einen Homo Novus, einen neuen Menschen zu züchten, einen Mensch, der keine Wurzeln mehr hat, keine Kultur, der nirgendwo zu Hause ist und im Prinzip der glatte Mensch für die geölt laufende Maschine des globalen Kapitalismus. Dass diese ganze Idee mit der, also dass sozusagen im Prinzip Hautfarbe und Ethnie zu den wichtigsten Kategorien oder Kriterien von Zugehörigkeit werden, ist natürlich mit keinem modernen Konzept von Staatsbürgerlichkeit vereinbar. Das steht ja auch, das liegt auf der Hand. Wichtiger ist natürlich, dass ich sagen würde als Ideenhistoriker, Renaud Camus kann dafür nicht mehr irgendwelche Originalität beanspruchen, dass diese Idee sozusagen des Austausches geht auch aufs 19. Jahrhundert zurück. Sie ist ein Produkt, auch da wieder, wir leben im langen Schatten des europäischen Kolonialismus, ist ein Produkt kolonialer Paranoia. So konnten also Historiker aufzeigen, dass es in den französischen Antillen im 19. Jahrhundert gab es dort weiße Siedler, die sozusagen dachten, dass es geheime Pläne gäbe von den ansässigen Bevölkerung, die weißen Siedler von der Insel zu schmeißen, zu verdrängen. Das lief damals unter dem Stichwort Eviktionismus und das wird von Camus jetzt abgedatet. Interessant ist nur, also dass natürlich jetzt nach dem Attentat erscheint diese Vorstellung von einem sehr fahlen Licht. Sie war bis vor kurzem sehr salonfähig in Frankreich. Sie hat, also der rechte Bürgermeister von Béziers, eigentlich gar nicht so, ich finde sie in der angenehmen Stadt im Süden Frankreichs, hat es immer wieder für sich benutzt. Der ist ein rechter Bürgermeister, aber auch der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy meinte, dass die wichtigste Aufgabe der kommenden Generation, 2015 oder 16 hat das gesagt, 16 glaube ich, die wichtigste Aufgabe der kommenden Generation europäischer Politiker ist, dieses Gefühl ernst zu nehmen, auf das Gefühl zu reagieren, dass Weiße in Europa zur Minderheit werden. Also so weit, ja, in zumindest die konservative Mitte der Gesellschaft war dieser Begriff schon vorgedrungen. Das ist eine erstaunliche Reise. Ich glaube, jetzt ist natürlich, man kann sich ausmalen, dass es erstmal etwas stiller drum wird. Ich glaube, ich folge nicht den Twitter-Account von Renaud Camus, aber er hat dann, glaube ich, wohl schon einen relativ einsilligen Tweet absetzen müssen, dass er sich natürlich von Gewalttaten distanziert. Das heißt, es gäbe noch so viele Aspekte, über die wir sprechen müssten. Wir müssten natürlich im Grunde auch diese Erfahrung des Kolonialismus vertiefen und auch die Erfahrung der Dekolonisierung, den Algerienkrieg in den 60er Jahren, der ja wirklich so eine Art Urszene zu sein scheint, einer enorm fruchtbaren theoretischen, philosophischen Entwicklung, sowohl was die berühmten französischen Denker angeht, die wir alle kennen, Deleuze, Foucault, die alle ein Denken der Differenz entwickelt haben, was nicht zuletzt auch mittelbar oder unmittelbar in dieser Erfahrung des Kolonialismus und seines Endes
seines blutigen Endes wurzelt, als auch aber auf der rechten. Und jetzt hast du eben noch einen Bogen geschlagen, der ins 19. Jahrhundert auf die Antillen führt. All diese Themen und viele andere mehr sollten wir uns aber unbedingt für die Diskussion aufheben. Ich möchte aber jetzt noch eine, vielleicht etwas gewaltsam, weil wir eigentlich noch mitten im Höhenflug der Ideen sind. Ich möchte aber jetzt eine Abschlussfrage für unser Gespräch stellen. Wenn du so etwas wie einen Markenkern der Nouvelle Droite formulieren solltest, was wäre er? Ich würde sagen, es ist die Idee kultureller Differenz, eines globalen Untersichseins, die sich auch auf Versatzstücke antikapitalistischer Ideologien bezieht, die durchweg antiliberal ist. Und gegen Zirkulationsströme gegen von Kapital und Menschen eigentlich. Gegen die, was unter dem Stichwort der Disneyfizierung der Welt läuft, gegen die Amerikanisierung der Welt und im Prinzip ja eine Form, die nie, deswegen, also Alain de Benoist weiß schon, warum, oder diese Leute wissen hier, warum sie nicht in politischen Erscheinung treten, eine Form von kollektiver Zugehörigkeit postulieren, die vielleicht nicht der Nationalstaat ist, die weiße Europäer sein können, regionale Zugehörigkeiten werden da auch wieder sehr stark gemacht, aber doch von der unhintergehbaren Verschiedenheit von Kulturen ausgehen. Und alles andere leitet sich daraus ab, die aber nicht, das ist interessant, deswegen muss man auch sagen, ich interessiere mich auch immer für so Wegnehmbewegungen, also die eben in vielen Fällen bei der Nouvelle Droite in Frankreich, der Bezugsrahmen dieser Kultur ist nicht unbedingt der Nationalstaat. Globales unter sich bleiben, das finde ich einen sehr einprägsamen Begriff, den Sie vielleicht mit nach Hause nehmen können, den Sie aber natürlich jetzt auch hinterfragen können. Danilo, vielen herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Danke dir für die Einladung. So, jetzt haben wir Sie überfallen mit einer Menge von Figuren, von Ideen, von auch Ideentransfer, die vielleicht zum Teil zumindest gar nicht so geläufig waren. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Wir haben ausdrücklich jetzt noch Zeit zur Diskussion. Ja. Also, gibt es Mikros oder wird das moderierst du? Ja. Bitte sehr. Ach so. Ist vielleicht besser, ja. Okay. Ja, genau. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Mich würde interessieren, auch gerade im Hinblick auf die Sonderausstellung zur Menschenrasse und dessen Erfindung, wie die neue Rechte diesen Kulturbegriff definiert. Also der scheint für mich, der sich jetzt nicht so tief mit dem Thema befasst hat, ja auch sehr lose. Also was ist denn überhaupt eine Kultur? Wo fängt die an? Wie kann ich die gegenüber anderen abgrenzen? Ist sie nicht auch irgendwie ein Produkt aus vielen Kulturen? Ja, was habe ich da für Argumente als neuer Rechter? Beziehungsweise inwiefern sind das vielleicht Pseudo-Argumente? Wie kann man die entlarven? Ja, das wäre die Frage. Wie kann man sie speziell auch vom Rassismus abgrenzen, nicht? Das ist ja wahrscheinlich auch, schwingt in Ihrer Frage mit. Genau. Geht also wenn ich, also, wie gesagt, ich war in der Ausstellung hier und dann wird einem, hat das erste Mal dieses Konzept des Rassismus vorgetragen, der komplett frei erfunden ist, mehr oder minder. Und jetzt wäre meine Frage, inwiefern kann ich das denn nicht auch mit dem Kulturbegriff machen und woher der überhaupt kommt? Genau. Da müsste man sich, ja danke für die Frage, da müsste man sich die unterschiedlichen Akteure dann jeweils einzeln ansehen. Es gibt Leute, bei denen der Rückgriff auf die Kultur ein sehr durchschaubares Manöver ist, um im Prinzip alte Vorstellungen rassischer Überlegenheit wieder aufzuleben.
Dann gibt es diesen zweiten Begriff, der, ja, man würde es, wenn man es postmodern, also ohne jetzt Ralf Jäger zu nahe treten zu wollen, aber Kultur als Lebensform, das gibt es auch sicher unter Rechten, wobei die sagen, dann könnte man, die haben ja sozusagen das darauf angespielt, dass ja Kultur sind ja auch nur irgendwie über in komplizierten Prozessen, über lange Zeiträume entstandene Konstrukte, aber neue Rechte würden immer auf die Festigkeit, ja, auf die Viskosität von Kulturen verweisen, aus denen man sich, auch wenn man sie gegen sie wendet, auch nicht so leicht befreien kann. Und vor allem für alles, was wir in der Gesellschaft tun, den wichtigsten einen der wichtigsten Bezugsrahmen bilden. Das führt dann oft dazu, ist die Frage, die ich legen, ist das rassistisch? Ganz viele dieser oder einige, die zumindest geschickteren französischen neuen Rechten, wenden sich offen gegen islamophobe Tendenzen. Die sagen, wir möchten mit diesem, also für die ist das so eine Art Idioten-Rassismus, die einfach sagen, natürlich das Leben in Gemeinschaften, Kommunitarismus, ja, um Terminus Technicus zu verwenden, das steht jedem zu. Man sollte diese Leute auch nicht zwingen, sich auf irgendeinen Wertekatalog zu verpflichten. Also im Prinzip, da wird das dann wieder sehr schwierig. Also wo das dann anschlussfähig vielleicht ist für multikulturelle Positionen, und aber wo doch sowas wie eine Kultur als kommunitaristische Konstante des Lebens in Gemeinschaft auf jeden Fall. Das, wie gesagt, bei einigen, wo biologisch überformter Rassismus nie verschwunden ist, bei anderen würde man von einer Art reaktionärem Kommunitarismus sprechen. Und die sollten, also die andere Leute sollten dann genauso nach ihrer Fasson selig werden, wie man sollte den auch nicht, wie gesagt, durch Rechte, durch eine Leitkultur irgendwas aufzwingen. Also die neue Rechte sagt, okay, wirklich jeder für sich heißt dann auch wirklich, Migranten in Ruhe zu lassen und dann auch zu sagen, okay, also es gibt in den französischen Sachen gibt es Leute, die sich auch nach dem 11. September gegen die wachsende Islamophobie in der Gesellschaft positioniert haben. Aber wie gesagt, das sind nicht repräsentative Kräfte. Also wir haben uns ja, es wäre relativ langweilig, sich auf den sozusagen orthonormalen neuen Rechten zu kaprizieren, weil das natürlich nicht sonderlich interessant ist, was dann rauskommt. Aber bei der Crème de la Crème wird das komplizierter gedacht. Und das trifft sich dann in Frankreich, die große, es gibt so ein katholisches Revival, Sie haben vielleicht auch gehört, als man gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, das hat ja wirklich, das waren ja größere Demos als 68, das da auf die Straße getrieben hat. Und es gibt sozusagen konservative katholische Denker, die sagen, sind nicht eigentlich muslimische Verbände unsere Verbündeten? So ein bisschen schien das ja auch bei Houellebecqs Roman Unterwerfung als Background durch, wo man sagt, okay, sollten nicht eigentlich Katholiken und Muslime Bundesgenossen dann aber in ihren verschiedenen Sphären bleiben zu sein. Dankeschön. Da ist noch eine Frage, ja. Würden Sie auch vielleicht ans Mikro kommen? Ich glaube, dann hört man Sie zumindest in der anderen Hälfte des Saales besser. Entschuldigung, dass Sie jetzt so lange laufen müssen. Weiter Weg, um zu Wort zu kommen. Ich hätte an für sich drei Fragen. Einmal, was dieses sogenannte Framing angeht. Ist nicht jedes Sprechen in jeder Sprache nur innerhalb gewisser kultureller Vorstellungen, meistens gemeinsam geteilter möglich? Also ist Framing nicht überhaupt eine Voraussetzung aller Kommunikation? Das Zweite ist, was das Fließen von Finanzströmen oder Menschenströmen oder wie man das nennen will mit diesen ganzen Begriffen, Flut oder sonst was, von Finanzflut spricht komischerweise keiner. Und wo will man jetzt einen rechtlichen Unterschied machen, dass das eine erlaubt ist, also das freie Fließen von Kapital, was wir hier als Bedingung von Freihandelsverträgen machen, die wir mit schwächeren Staaten abschließen, in Afrika und so weiter, dass also unser Kapital ungehindert dorthin fließen kann, während wir Zollschranken errichten für deren Art von Kapital. Und dass die dritte Frage wäre die nach der Volksfront, Querfront. Also dieser Vorwurf, der zum Beispiel Sarah Wagenknecht getroffen hat, dass wenn man gewisse Argumente der Rechten oder Neurechten nicht übernimmt, aber eben für
nicht prinzipiell abzulehnen hält und die verwendet, dass man dann automatisch in eine Querfront gesteckt wird und gesagt, du bist ja eigentlich rechts. Also wo kann man da einen Unterschied machen und ist es jetzt erlaubt, dass die Linke rechte Argumente nimmt oder die rechte linke Argumente? Also wo will man da einen qualitativen Unterschied machen? Ich fange ja vielleicht mit Ihrer letzten Frage an, wenn ich die kann ich auch nur persönlich beantworten, weil ich mich selber sozusagen, ich bin zu den Personen, die dann immer mit dem Magengeschwüren Linkspartei wählen, dass ich in der Theorie da vor falschen, ich komme selber sozusagen aus der Nähe von Bitterfeld, hatte auch, kenne diese Präsenz von Leuten, die rechts denken aus meinem Fußballverein. Ich habe immer ein Problem mit, ich lehne falsche Berührungsängste ab. Dann geht es mir aber so, dass ich sozusagen, sobald die Bewegung aufstehen kam, dass ich damit nichts anfangen konnte und dass ich das für hochproblematisch hielt, weil ich das Gefühl hatte, dass man, wenn man das so halbherzig macht und einfach auf den Zug aufspringt, also es ist eine Sache, einen Begriff radikal umzudeuten, ist eine andere Sache, auf den Zug aufzuspringen, bei dem man am Ende eh immer das Original bevorzugt. Also sagen jetzt, man nimmt doch als jemand, der mit solchen Positionen Sympathien hat, doch nicht Sarah Wagenknecht ab, dass sie dann eventuell die Leute da sozusagen für sich einnimmt, wenn man sagt, so ein bisschen können wir euch dann auch verstehen, aber wir versuchen es, versucht es doch trotzdem mal mit uns. So, das wäre mein, also da bin ich einfach, da habe ich im Two Minds sozusagen, da habe ich, kann ich nicht, da weiß ich, bin ich selbst unentschlossen. Framing, natürlich ist jede sprechende Art von Framing, aber was an den neuen Rechten anders ist, sagen, früher hat man sich einfach auf das Framing auf obrigkeitsstaatliche Institutionen verlassen, das geht jetzt nicht mehr. Also dieses Spiel der Medien zu spielen, das muss man erstmal lernen. Das konnten, wenn man sich im Prinzip an den Schalthebeln in der ständischen Gesellschaft saß, musste man sich darum nicht, sondern nicht kümmern. Die Finanz, warum spricht niemand von Finanzfluten? Na gut, ich hätte Ihnen jetzt noch eine ganze Reihe von französischen Denkern, also zuletzt jemand als halb Franzose, halb Kameruner, Dieudonné, ein sehr bekannter Komiker auf der Rechten in Frankreich, der spricht nur von der Finanzflut und kommt dann im nächsten Halbsatz natürlich dann die fünf jüdischen Familien, die diese Finanzfluten steuern. Also das ist natürlich auch wieder, dass Antikapitalismus im Prinzip ein Absetzungskriterium von der neuen Rechten ist, das ist leider, in so einer einfachen Welt leben wir einfach nicht mehr. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt einfach nicht und da müsste man sich dann im Prinzip nach neuen, um neue Kriterien der Absetzung bemühen, ja, die auf jeden Fall, also eine Frage, die ja die Linke spaltet, ist ja zum Beispiel, ob man den Begriff, sozusagen diese, also dieses Zirkulierens der Mobilität, des kosmopolitischen, ob man dem zugunsten einer neuen Idee von Heimatverbundenheit ja ein Stück weit aufgibt. Also das gibt es in England in der Labour Party. Es gab auch diesen, der war in Rheinland-Pfalz, oder? Du hast ja sehr, auf der, die liegt ja schon am Boden, auf der SPD bist du sehr rumgeritten. Aus der SPD gab es ja auch dann jemanden, glaube ich, Rainer, der dann auch gesagt hat, okay, wir brauchen im Prinzip so einen neuen Zugehörigkeitsdiskurs. Da müsste man sozusagen sich das für Fall zu Fall ansehen. Aber das zu sagen, okay, eigentlich einfach nur das Thema auf den Antikapitalismus zu lenken und dann haben wir es wieder, dann hat die Linke sozusagen, dann hat die Linke die Sache wieder im Griff. Der Zug ist abgefahren, das geht nicht mehr. Gut, man könnte ja, und ich glaube, das tut der deutsche Politikwissenschaftler Philipp Manow zum Beispiel, man könnte die verschiedenen europäischen Populismen, die wir gerade beobachten, danach unterscheiden, ob sie sich eher gegen die Zirkulation von Kapital oder eher gegen die Zirkulation von Menschen richten. Das eine wäre dann ein eher Linkspopulismus, das andere wäre ein Rechtspopulismus. In Italien sehen wir, wie sie auch zusammenarbeiten, wie das verschwimmt in irgendeiner Form, wie schwierig das auseinander zu dividieren ist. Aber in beiden Fällen gibt es natürlich den Hauptfeind des globalen Kapitalismus und der freien Zirkulation, im einen Fall von Kapital, im anderen von Menschen. Ja, und es gibt auch, also was am Ende für mich
Gilles Deleuze wurde mal gefragt, was für ihn Linkssein heißt. Und er hat gesagt, Linkssein ist das Gegenteil des Hausnummerndenkens. Das Hausnummerdenken oder das Adressendenken, was meint er mit? So ein Hausnummerdenken ist einfach, wenn du sagst, okay, für wen bin ich in Sachen Solidarität eigentlich zuständig? Und wenn man dann sagt, das sind einfach die Leute in meiner Nachbarschaft, das ist für ihn sozusagen, das kann nicht ein Teil des linken Denkens sein. Das heißt nicht, also das ist natürlich kein Argument, das war die falsche Lesart gegen nachbarschaftliches Engagement, sondern er sagt, man muss dann schon von globalen Strukturen ausgehen und dann kann man in diesem näheren Bereich der Zuständigkeit und in dem Bereich, wo man dann sozusagen bereit ist, also ja, umzuverteilen zum Beispiel. Eins für mich, also wenn es eine wirklich schwierige Frage gibt, mit der sich die Linken natürlich auseinandersetzen können, das war eine der Herausforderungen nach der Migrationskrise, dieses Argument schwächt. Paul Collier aus Oxford hat das ganz stark in die Debatte eingebracht, schwächt massive Zuwanderung und die schwächt die Zustimmung zu gewissen sozialstaatlichen Prinzipien. Also dann ist es einfacher, massive Umverteilung innerhalb eines Nationalstaates zu vollziehen, je homogener die Gesellschaft ist. Das ist eine schwierige Frage, sozusagen, der man, also ich glaube es nicht, aber der kann man auf keinen Fall aus dem Weg gehen. Das ist schon auf jeden Fall, da geht es sozusagen, ich nenne es den Perimeter der Solidarität. Ja, also ich habe auch für mich, ich interessiere mich sehr für europäisches Recht, habe lange zu Europa gearbeitet. Das geht dann wirklich auch um bürokratische Fragen, wie welche EU-Migranten in Deutschland wie viel Kindergeld beziehen. Also an solchen Fragen entscheidet sich für mich heute links sein oder nicht. Und wenn man sich dann hinstellt und sagt, die sollten natürlich nicht so viel bekommen wie in Deutschland, dann finde ich es schwierig. Also das wäre für mich, das ist aber wie gesagt, ich schreibe das nicht vor, ich habe das nur für mich so irgendwie versucht als Demarkationslinie zu entwickeln. Vielen Dank. Gibt es noch eine Frage? Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, ich habe das Gefühl, dass es vielen Menschen gerade, die in solchen Vorstellungen wie diesem Great Replacement denken, oft auch ein sehr ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis haben. Sowas wie, ich kann ja nicht mehr vor die Haustür gehen, weil da ganz viele böse Menschen sind, die ich zwar nicht sehe, die aber da sind. Und da frage ich mich, versucht die neue Rechte da irgendwie anzuknüpfen, grenzt sie sich da ab, wie steht sie zu diesem Sicherheitsbedürfnis? Mhm. Ja, das ist doch danke für die Frage, das ist doch eigentlich immer ein Punkt, wo die, also ein Gebiet, auf dem die neue Rechte sehr gut punkten kann, indem sie das genau erfüllt. Es gibt also für mich ein sehr interessanter Punkt, wirkt jetzt wie eine Tangente, ist es gar nicht, spricht direkt zum Punkt. Französischer Philosoph Félix Guattari, Schreibpartner von Gilles Deleuze, der kommt sehr aktiv, 68, seit 1977 dann ein Artikel in Le Monde, wo er sagt, okay, was passiert jetzt eigentlich in der Arbeiterbewegung? Die stehen manchen Sachen, die aus 68 kommen, dem Hippie-Element, dem anarchistischen Element, teilweise auch sozusagen dem Kampf für Schwulenrechte, relativ skeptisch gegenüber. Guattari sagt 77, diese Leute sollte man als Linke abschreiben. Das ist ja, wenn Sie das Buch von Didier Eribon kennen, hat die Linke sozusagen diese Abgehängten einfach im Stich gelassen. Das lässt sich nachweisen, dass das bei einigen der Fall war. Mitte der 80er Jahre, der Front National erzielt sehr wichtige Erfolge bei Europawahlen, Regionalwahlen in Frankreich. Revidiert sich Guattari und sagt, okay, wenn die Linke, er nennt das existenzielle Territorium und was die Sicherheitsbedürfnisse nennen, spielt damit rein, wenn die Linke jetzt keine Antwort auf das Wegbrechen, Zusammenbrechen und Zusammenschrumpfen der existenziellen Territorien der eigenen Leute, ja, also was sagen, was bin ich, was kann ich, wie kann ich auf mein Leben einwirken? Das sind ja teilweise auch Fragen der Gestaltungsmächtigkeit auf eigenem Leben. Wenn man darauf keine kohärente Antwort entwickelt, dann wird es schwierig, diese sozusagen die Hegemonie zurückzugewinnen. Da gibt es noch eine Frage. Ja, ich möchte vielleicht mal so aus der Alltagsbeobachtung eine Konstellation aufmachen, also Denken von neuen Rechten hat viel mit Mythen zu tun, mit Verfall und Dekadenz wird oft argumentiert, auch mit einem Antimodernismus, und wollte fragen, wie in dem Zusammenhang aus Ihrer Sicht die Rolle des Medialen zu verstehen ist, also ob es da eben Verstärkungseffekte gibt oder ein
verstärktes Anspringen darauf und insgesamt auch auf die Faszinationsgeschichte. Warum fasziniert diese rechte Ideenwelt aktuell so stark? Und warum setzt man sich auf ein Podium und spricht darüber eine Stunde? Ja, also das ist eine interessante Frage. Das Mediale ist, gibt es da natürlich auch, kann man nicht verallgemeinern, bei so jemandem, der in diesen ätherisch-philosophisch aufgeladenen Sphären schwebt, wie jemand wie Alain de Benoist, dem ist diese sozusagen Welt der sozialen Medien absolut zuwider. Das ist dann einfach, das ist ihm zu stumpf, das ist ihm zu dumm. Dann gibt es wieder eine andere Tendenz, das ist ganz stark gemacht im Buch, ich kenne seinen Vornamen, ich will ihn jetzt nicht nur mit Nachnamen Wagner, heißt der Thomas Wagner, über 68 und die neuen Rechten, wo einfach gesagt wird, dass im Prinzip eine, die große Lektion, die diese Leute, sind wir gar nicht drauf eingegangen, bei den aus der situationistischen internationalen 68 ziehen, ist sagen, okay, du musst provozieren, du musst eine Reaktion provozieren und dazu sind natürlich soziale Medien, dazu sind Erregungsgesellschaften wie die unsere sehr angetan. Du musst Aufmerksamkeit auf dich ziehen, ob das sozusagen auf der Buchmesse ist und so weiter. Alles, was die Leute zu einer Reaktion zwingt, wirkt eigentlich in deinem Interesse. Also das spaltet sich dann wieder auf und ich glaube, die Kräfte, die gerade die gerade sozusagen am Ruder sind auf der neuen Rechten, würden auf jeden Fall auf diese Art mediale Eskalationsstrategie, würden darauf insistieren. Und die lassen dann immer, also natürlich schreibt Benoit dann auch in Deutschland in den einschlägigen Publikationen, aber eher so als so ein Elder Statesman. Und diese Sache, dass dann, also auch jemand wie Spencer, Stephen Bannon, die ganzen Sachen, die wir über die Wahlbeeinflussung und so weiter gehört haben, da spielt natürlich die mediale Ausschlachtung, Aufheizung, Erhitzung, Durcharbeitung des Affekthaushaltes der Leute, die man ansprechen will, eine große Rolle, ja. Und? Hier gibt es noch zwei Fragen, ja, Sie und dann. Wir sind fast am Ende, aber ich möchte jetzt doch noch ein kleines Unbehagen mit diesem Abend formulieren. Mhm. Also ich habe mit französischer Literatur mich sehr beschäftigt, insofern war Ihr Exkurs zu dieser Nouvelle Droite sehr interessant, aber viele, viele, viele Namen kenne ich überhaupt nicht. Mhm. Für uns viel intensiver, viel relevanter ist das, was Neue Rechte heute in Deutschland ist. Also ich habe mich mit Kubitschek aus speziellen Gründen sehr beschäftigt und dessen Interpretation und seine Umgebung. All das, was damit zu tun hat, hätte mich natürlich viel mehr interessiert. Das hat Ihr Titel für mich assoziiert. Ich bin also ein wenig enttäuscht, sage ich. Das können wir jetzt nicht mehr nachholen. Aber fragen möchte ich, wie sehr sich diese neue Rechte in Deutschland, die so intellektuell auch aufgeladen ist, wie zum Beispiel Kubitschek, wie sehr bedienen die sich an der französischen Rechten? Das könnte man vielleicht am Schluss noch erörtern, denn das andere können wir nicht nachholen. Vielleicht kann es aber mal ein Podiumsgespräch geben, was mit dem zu tun hat, was wir heute in Deutschland ganz hautnah und aktuell und beständig und oft verwirrend erleben. Mhm. Danke. Ja, das tut mir leid, dass Sie jetzt hier nicht auf Ihre Kosten gekommen sind. Natürlich ist für jemanden wie Götz Kubitschek sozusagen die Erringung der kulturellen Luftfreiheit, das sind Sachen, die direkt aus dem Vokabular der Nouvelle Droite entliehen wurden. Und ich glaube, wenn ich das zum vielleicht einfach nur im Sinne der Selbstverteidigung sagen darf, also ein Grund, warum wir uns auf Frankreich kapriziert haben, ist einfach, dass natürlich alle entscheidenden Elemente, die jetzt auch in der deutschen Debatte eine Rolle spielen, zuerst kultiviert wurden. Also ohne diese Avantgarde-Funktion der Franzosen wären die Phänomene in Deutschland nicht vorstellbar. Ich glaube, Alain de Benoist wird, dessen Buch wird 85 übersetzt, im Vorwort von Armin Mohler, ist auch sozusagen, wenn man auf dem Sezessionsblock sieht, auch in dem Umfeld, wie heißt das, Institut für Staatspolitik, ist das natürlich eine Referenz, die dauerhaft wichtig ist und das Stichwort, also ich meine, ich habe die Interviews nicht mehr gezählt, in denen sozusagen Götz Kubitschek als Ziel ausgibt, natürlich geben jetzt nicht darum, dass sozusagen, auch wenn die AfD sich auf ihn bezieht, da jetzt irgendwie parlamentarische Politik zu machen, sondern diesen Begriff der Metapolitik, die Rahmen der Debatten zu setzen, das ist doch eigentlich, das ist die eigentlich viel wichtiger und das ist natürlich in vielen Sachen
gelungen. Also nicht nur, wenn man sagt, wenn man sich guckt, wie über die Migrationskrise gesprochen wird, sondern auch viel banalere Sachen, wie man mit den Leuten auf der Buchmesse umgehen soll oder nicht. Das ist doch einfach alles sozusagen in dieser Logik der Erregung gelenkt worden, so wie man sich das hätte vorstellen können. Also da wurden im Prinzip erfolgreich Diskurse geprägt und das führt dann, also da gibt es dann, ja, wir sind ja in Dresden, also sagen, dass dann auch jemand aus dem Bürger, sozusagen bürgerliche Überläufer, jemand wie Uwe Telkamp hat auch dann auch, glaube ich, auf dem Sezensionsblog geschrieben, dann natürlich, ja, da werden neue kulturelle Mehrheiten aufgebaut, auf jeden Fall, das wäre eine der Lektionen, die gelernt wurden. Vielleicht, vielleicht ein Satz dazu noch. Ich glaube, dass wir überhaupt einer rechtsintellektuellen Figur wie Götz Kubitschok eine so große, geradezu dämonische Macht, Einflussmöglichkeit im Moment unterstellen, sonst wäre diese Figur ja gar nicht so faszinierend und so interessant. Das muss man, glaube ich, als Erbe dieser metapolitischen Neuausrichtung und der erfolgreichen Lancierung dieses Begriffs und damit der Nouvelle Droite ansehen. Ich glaube, dass wir tatsächlich von den Linksintellektuellen erwarten wir ja gerade nicht viel, Stichwort SPD, die scheinen irgendwie ideenlos zu sein. Auf der Linken begegnen wir auch so einem Glauben an die Macht der Ideen gar nicht mehr in der Form, wie wir ihn in den 60er und 70er Jahren etwa gehabt haben, auf der Rechten hingegen schon. Und ich glaube, das muss man tatsächlich als ein Ergebnis eines sehr erfolgreichen Manövers der Neuausrichtung und ansehen, die aus Frankreich gekommen. Und deswegen haben wir dem heute Abend so viel Raum eingeräumt. Ich würde auch sagen, dass auch nochmal im Nachgang, also natürlich Ihre Kritik ist nicht nur willkommen, sondern berechtigt, dass ich wette, also hätten wir uns jetzt hier hingesetzt und eine Stunde über Götz Kubitschek geredet, hätten wir dem Mann einen Originalitätsvorschuss gegeben, der ihm nicht gebührt. Indem man das nicht tut und auf die Wurzeln verweist, sozusagen, okay, das sind im Prinzip, also das sind... Götz Kubitschek ist jetzt sozusagen nicht so ein Strippenzieher und Großintellektueller, der sich die Sachen aus den Fingern zeigt, zu Papier bringt und dann neue strategische Impulse setzt. Denn das ist dann alles relativ billig in weniger interessanter und weniger intelligenter Fassung übernommen aus Frankreich. Das war eine der Motivationen für diesen Abend. Das muss man wissen, allerdings. Ja, stimmt. Da hinten gab es noch eine Frage. Ja, gerade in puncto auf die bevorstehende Europawahl nochmal die Frage, ob sich der Europagedanke der neuen Rechten tatsächlich nur aus diesem ja prächristianen Geist speist, also da zurückzugehen, dahinter zu treten und wie es auch mit dem kosmopolitischen Postulat aussieht. Das sind einfach nochmal als Ergebnissicherung zum Scharfstellen, würde ich mir nochmal wünschen. Mhm. Es gibt dann unterschiedliche Spielarten und Varianten. Also es gibt zum Beispiel dieses ganz großes eine, viele rechte Parteien gehen mit dem sozusagen Vorstellung eines Europas der Vaterländer in die Wahl hinein. Das ist dann aber ein relativ oldschooliger, einfach Nationalismus. Dann gibt es den Versuch, dann auch sozusagen so eine Art, ja, so ein Regionalismus auch wieder von neurechter Seite stark zu machen. Was natürlich aber ganz klar ist, ist, dass man, dass neue Rechte mit der EU, wie sie jetzt existiert, also entweder als bürokratische Überstülpung nicht mehr anfangen kann, aber einfach dann sie für einen Durchlauferhitzer kapitalistische Prozesse halten und eine Vereinheitlichungstendenz Europa aufzwingt, die der Vielfalt nicht gerecht wird. Und dann natürlich, wenn es dann in das ganz xenophobe Spektrum geht, dass dann natürlich diese Ideen herumschwirren, dass da Migranten sozusagen von Leuten am Schreibtisch in Brüssel Tür und Tor geöffnet wird und das einfach so gewollt ist, dass dann eher in diese Richtung des großen Bevölkerungsaustausches geht. Das sind so die verschiedenen Punkte, die ich jetzt da festmache. Das heißt, es gibt von Alain de Benoist aber auch keine europapolitische Vision oder so etwas, oder? Na, es gibt sozusagen, also es er trat jetzt nicht zur Europawahl an, aber es gibt diese Idee,
Das liefe über eine kulturelle Neugründung Europas, die das unter dem Stichwort dritter Weg läuft. Also sozusagen ja, jenseits, also nicht nur, also kein nicht mehr der alte Nationalismus, aber auch nicht mehr diese liberal-kapitalistische, amerikanisch geprägte Gleichmacherei. Das wäre auf jeden Fall, so weit hat er sich aus dem Fenster gelegt. Konkreter ist das dann bei ihm aber auch nicht geworden. Das heißt, der Europabegriff gewinnt da aber auch ganz stark Konjunkturen, weil er ihn von Amerika abgrenzt. Genau. Oder? Also gegen so einen Begriff des Westens. Oder des Abendlandes wird hier Europa als möglicher Hort gegen den amerikanischen Imperialismus, gegen den globalen Kapitalismus amerikanischer Machart ausgespielt. Absolut, absolut. Also der wer Europa sagt auf der neuen Rechten, meint doch ganz klar, dass zum Beispiel meint nicht damit die NATO-Mitgliedschaft. Also dieses, neue Rechte im Sinne von Alain de Benoist sind keine Transatlantiker. Das kann man ja, Eurasia vielleicht. Ja, es gibt dann diese neue Idee, also es gibt dann, ob man sich da auf Alexander Dugin oder andere bezieht, dass man dann vielleicht doch eher sich ansieht, ob es da nicht gemeint, also ob man das alte christliche, sondern ob man dieses Schisma, was eigentlich nur dem Christentum zwischen orthodoxer Kirche und katholischer Kirche, das natürlich dann auch wieder dem Glauben zugeschlagen wird, ob man das nicht überwinden kann. Aber das wäre dann ja fast so eine Art, also da müssten wir auf den Abendlandsbegriff noch zu sprechen kommen, das wäre nochmal eine eigene Veranstaltung. Das können wir jetzt um 21 Uhr nicht mehr verantworten. Gut, dann. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Wir haben natürlich auch gewusst, dass wir uns hier etwas weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht hätten wir das noch ein bisschen klarer auch machen sollen am Anfang, warum wir diese französische Diskussion so wichtig finden. Insofern danke nochmal für Ihre Nachfrage. Danke Ihnen allen fürs Zuhören und fürs Diskutieren und natürlich auch vielen Dank an Danilo Scholz. Vielen Dank.